guck's nur kurz noch. Der Kampfschrei. Hey Leute, what's up? Moonpoon hier. Herzlich willkommen zum Livestream. Ja, guckt noch gar keiner zu. Zur BlizzCon, natürlich. Also im Chat. Im Chat sind 10 Leute. Wow. Ich bin jetzt, glaube ich, auch da. Wir haben übrigens auch den Craft dabei. Hallo, Craft. Hi, ich bin Craft. Hallo. Ich habe Mooney dabei. Hallo, Mooney. Hallo, Craft. Ja. Jetzt wissen alle Bescheid. Kann ich auch deinen Stream jetzt noch nebenher laufen lassen? Warum solltest du das tun? Ich weiß nicht. Schön ein paar Views schenken. Du hast keine Webcam an, oder? Nee. Ich habe, glaube ich, nicht mal eine hier. Was? Ja, ich habe so eine Kabeltasche und da verschwinden ab und zu Sachen einfach. In der Kabeltasche? Ja, da liegt so alles drin. Da liegen nur noch 3 kaputte Mäuse drin oder so. Keine Ahnung. Es wird alles bei mir in eine Tasche gehauen. Ah ja, das, sowas habe ich auch. Aber das ist ein riesen Karton. Okay, auch nice. Da liegt auch alles drin. Das könnte passieren. Ja. Wahrscheinlich haben sie da ihr Nest. So ein Kabelnest. Oh mein Gott. Und von der Maus ernähren sie sich, die da drin liegt. Na, was sind so Roboterkäfer, wie ein Stargate? Heftiger Scheiß auf jeden Fall. Wulz Inc. Deep Shit. Deep Shit. Ja, Freunde, hi an alle, die schon da sind. Wir sind ja ganze 4 Minuten zu früh, es tut uns übelst leid. Mir nicht. Ja, ihm nicht. Gangster East Coast und so. Ich bin anständig erzogen. Ich entschuldige mich da. Hört man uns gut überall? Alles gut, alles schön. Ficken steht im Chat, da wird das schon mal ein Mess. Bei mir heißt meine Webcam ist unscharf, aber das war sie immer. Auch wenn ich den Autofokus rausmache, sie bleibt trotzdem unscharf. Nice. Ich denke mal, dass sie das Mikro ein bisschen fokussiert, weil es vor meiner Fresse hängt. Das kann natürlich sein, ja. Ja. Du hast das dein Scheiß ernst mit dem Bild wieder in der Gruppe. Ja, ich mache halt deine Photoshop-Skills rückgängig, damit die Leute auch sehen, wie du wirklich aussiehst. Du hast übrigens dieselben Augenbrauen wie Jaden Smith. GZ dazu. Immer so ernst aus. Die Augenbrauen von Jaden Smith sind so hässlich. ganz im Ernst. Mooney sagt, du bist hässlich. Nice. Na. Ja, sollen wir anfangen? Ja, können wir mal. Achso, vorher vielleicht noch kleine Info an alle, die jetzt vorher da sind. Ihr habt natürlich die freie Wahl. Ich werde ein paar Mounts farmen, so nebenbei. Da wir heute zu zweit mal ein bisschen talken. Ne, kann es sein, dass wir nicht alles wieder im Chat beantwortet kriegen und so weiter. Bei Mooney habt ihr die Übersicht mit dem, über was wir gerade reden, mit Bildern und so einem Kram. Wenn ihr da lieber nochmal gucken wollt, dann ist das jetzt eure beste Chance noch, kurz den Stream zu wechseln. Und ja, so. Geil. Genau. Vielleicht auch kurz meinerseits. Ich werde hier schon geflaggt. Ich werde schon gefragt im Chat von Florian, was ist denn der Streaming-Anlass? Der Anlass ist, dass ich heute ein 30-minütiges BlizzCon-Video aufgenommen habe, aber weil ich hier, wie ihr seht, neu um- und aufgebaut habe, neues Studio, neuer Tisch und alles, war die Standardeinstellung vom Mikrofon nicht mehr so, wie sie sein sollte und es hat keinen Ton aufgenommen. Und ich habe mich so geärgert darüber, dass ich kein zweites Video aufnehmen konnte. aber dennoch wollte ich natürlich meine Gedanken zur BlizzCon loswerden. Und dann habe ich gedacht, warum nicht im Livestream? Und vor allem, warum nicht mit Craft? Yeah. Weil der Craft hat auch immer ganz interessante Ansichten. Das höre ich öfter, ja. Ja. Oft kriege ich dann noch eine in die Fresse, aber... Interessante Ansicht. Bam. Yeah. Bam. Was heißt Moonboon, wir hören dich nicht? Der verarscht mich bestimmt, gell? Weil das Mikro nicht ging. Achso, ja, das wäre nice. Ja, ich höre dich eigentlich auch nicht. Ich rate immer nur, was du hättest sagen können, wie die Lampe leuchtet. Warte, jetzt muss ich trotzdem kurz sicher gehen. Doch, ich höre mich. Okay. Nice. Ja, fangen wir an, oder was? Ja, ich bin am Start. Also, fangen wir an am besten mit der Eröffnungszeremonie. Mhm. Als allererstes haben wir ja den Filmtrailer zu sehen bekommen. Ja. Warcraft. Fang du einfach mal an. Aber schön. Ja, wir zum Beispiel, wir haben es so gemacht, wir hocken bei sowas immer zusammen im TS. Ja. Diesmal, meine Freunde waren da gerade nicht verfügbar.
mit der Gilde dann quasi ein paar Leutchen und vornherein auf der Tische geschlagen, alle 3 Sekunden, zeigt den Trailer und dann war er da und im TS absolut Stille, ja, die ganze Zeit über. Ja, einige haben sich sogar gemutet, um es voll mitzukriegen und dann kam das Ding halt und dann am Ende einfach alle, wie, ich will's jetzt haben, ja. Also so wie erwartet. Also keiner war wirklich enttäuscht. Was Ja. mir ein bisschen fehlte, war so ein bisschen, weiß nicht, Blut irgendwie. Ich glaube, ich habe den ganzen Film über kein bisschen Blut gesehen. Ich glaube, eine Rüstung war schmutzig, aber ansonsten war es Aber immer das war so. Dreck. Ja, ansonsten war es immer so, wie bei uns Ingame, wir schlachten jetzt einfach, wie ich hier gerade, eine scheiß Riesenschimmel mit Lava und unsere Rüstung hat halt keinen einzigen Fleck. Das hat ne, aber das war ja auch alles noch, war ja nicht komplett endproduziert, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da soll ja noch ein bisschen was dran gemacht werden, vielleicht kommt das noch. Das war so mein einziges Manko und dann habe ich gesagt, dass das das Einzige ist, was mir negativ aufgefallen ist, kann es eigentlich nur top gewesen sein. Und Babyschrei war Highlight. Ja, Mann, Das Baby ist nicht. Jesus prallen, wie er ausgesetzt wird wie Moses oder so. Das war auch, ich habe es angeschaut bei Sashi, bei dem Kumpel. Sind wir auf dem Ja. Sofa gelauncht und haben es auf dem Fernseher groß angeschaut halt. Okay. Und dann bei der Szene habe ich eben auch gleich gesagt, lol, Moses. Und er stand 10 Minuten später mit seinem Handy auf Reddit Ja. und hat gesagt, lol, Muni, Top-Kommentar auf Reddit. Baby, Moses confirmed, irgendwie Thrall Moses confirmed. Das haben halt Ja. alle gedacht einfach. Aber Ja, ja, ist echt so. ist geiler Trailer. Ich habe ihn mir War auf fünfmal jeden Fall top. angeschaut. Musste ich auch. Ich musste sogar nachher, haben mir einige noch so Bilder gepostet und so, muss ich auch gucken. Ich habe zum Beispiel beim ersten Mal gucken auch Dalaran und so überhaupt nicht erkannt. So diese Ja. ganzen Feinheiten und so. Das geht immer so schnell, ne, in so einem Trailer. Da Ja, kannst du ja eben. kaum alles wirklich wahrnehmen, wie es ist. Ja, ich habe irgendwie einmal geblinzelt und dann war er auch schon vorbei und dann habe ich geweint. Aber Ja. geil war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch die, also man sieht ja zum Beispiel in Westfall, da war der Erntegolem und so Ja, eingebaut. genau. Und die Da ist er. Architektur ist halt wirklich genauso, wie man es aus dem Spiel kennt. Ja. Das hat mir alles so gefallen und ich war so gehypt nach dem Trailer, ganz ernst. Es war echt, ja, es war einfach richtig nice. Es war richtig Ja. nice. Ich habe ihn dann Ich war auch not prepared. analysiert. Entschuldigung, was? Ich war not prepared, sage ich. Ja. Ja. Ja, ich auch nicht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut wird. Nee, ja, das genau. Ich Genau. habe eigentlich versucht, meine Erwartungen möglichst gering zu halten, worin ich schon ziemlich schlecht war. Aber war schön. Hab ein gutes Gefühl gekriegt, auf jeden Fall. Ja. Meine gewisse Angst war ja schon da. So. Ja, nee, auf jeden Fall. Man hofft ja immer, hoffentlich verkacken sie es nicht, wieder ein Richtig, ja. Videogame-Film und so, ne? Eben, Aber genau. ich habe ein gutes Gefühl jetzt auch. Jenny schreibt bei mir im Chat, ich habe nur Garona erkannt. Das Okay. war bei mir auch so. Ich habe halt natürlich gleich so, oh, wen kenne ich, wer ist wer? Und habe so Ja. versucht zuzuordnen. Und Ja. dabei wurde mir erstmal klar, dass wirklich voll viel Protagonisten oder Hauptpersonen einfach mitspielen. Ne? Wir haben Durotan, Orgrim, Blackhand. Das dürfte, ja, genau. Und Gul'dan, wir haben alles. alles, wir haben alles Alles, was Gul'dan, wir haben jetzt, alle dabei. ja. Alles, was jetzt gerade in der Erweiterung auch Rang und Namen hat, wir müssen ja eigentlich alle Warlords aufhaben. Ner'zhul war ja auch drin, da diese eine Sekundenszene, wo der auch mit dem Totenschädel da vor diesen Blitzen schreit, das müsste ja auch Ner'zhul gewesen sein, zum Beispiel. Wahrscheinlich, ja. Das Aber müsste ja alles am Start sein. und auch die ganzen Örtlichkeiten, ne? Ich habe sofort dann, wo wir es auf YouTube nochmal angeschaut haben, später immer Ja. Pause gedrückt und, oh, wo ist Ja, das, wo ist das genau, und so. genau. Ja, Und genau. man wird echt fündig. Man wird echt Es fündig ist so. wirklich schön, ja. Ich habe Angst, dass ich im Kino sitze und schreie und weine. Muss da Ja. doll aufpassen, bestimmt. Das habe ich bei Star Wars auch jetzt dann im Dezember. Aber bei Warcraft sogar noch mehr wahrscheinlich. So Ja, geil! eben voll geil. Ja, nee, man darf gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich. Genau, was ich mir auch überlegt habe, wenn der Film erfolgreich wird, Ja. dann gibt es bestimmt eine Fortsetzung. Und wenn die Er heißt Fortsetzung, ja sogar The Beginning, ne? genau, Also, genau, genau, und es ist ja auch eben. nicht ne, die Geschichte vom Anfang. Eben, genau. Und da hat man ja dann wirklich Raum für eine Fortsetzung, sei es die Geschichte von Warcraft 2 oder sei es vielleicht schon ein paar Schritte weiter und so die Story vom Lich King. Das fände ich richtig geil als Das wäre Film. natürlich heftig, ja. Das Stell wäre dir mal wirklich vor, ist heftig. das Ausmerzen von Stratholm und wie er seinen Vater umbringt und Das wäre echt richtig heftig. ah, das Das würde als ich Film. vermutlich, da würde ich im Kino vermutlich wirklich heulen müssen, so. Ja, ich Weil auch. das waren ja schon extrem geile Szenen in den Warcraft-Spielen, da wie Art das da reinkommt, Schwert auf dem Boden, ne? Das assoziiert man ja Abartig. sofort. Ja.
Wenn ich mir das auch vorstelle, da kommen mir die Tränen, Mann. Das ist so geil. Deshalb, Leute, schaut diesen Film an. Wir müssen Ja, ihn Millionen unbedingt. in die Kasse Geht da ins einspielen. Kino, haut da alles rein, ladet eure Freunde ein, scheißegal, nicht floppen lassen. So. Geil, oder? Ja, wir brauchen Do ihn. it! Wann kommt er? Just Im do Mai, it! gell? Mai, Juni, Juli da irgendwo in dem Dreh, ne? Ich glaube, June habe ich gelesen. Ich glaube, ich habe Mai gelesen, aber okay. Echt? Ja, keine Um Ahnung. den Solange Dreh keiner rum. Dezember liest, bin ich zufrieden. alles gut, alles gut. Jack Dann noch schreibt Legion, da einen ja, Film. und. Ja, Also, genau. ja, wäre auch krass. Mir fällt gerade zumindest auch kein Thema ein, was ich jetzt nicht. Ich glaube, ich wäre immer gehypt. So. Wenn irgendwie heißt, wir machen jetzt einen Film über Katkas Schnurrbart, über diese Pflanze, Ah, dann würde ich auch geil. so: Oh, Katkas Schnurrbart habe ich eingesammelt. Geil, wäre ich, glaube ich, auch. Also, keine Ahnung. Schon allein Ja. deshalb will man es einfach sehen, ne? Ja, genau. Ja, weil was kennt. Eben, richtig nice. Und Habe auch vor, mir diesen Film reinzuziehen. Ja, das ist die richtige Einstellung. das nutzen sie ja auch aus, ne? Ein bisschen. Sie haben ja dieses Studio gegründet. Hast du das mitgekriegt? Ja, mit Serien. Genau, das war schon vor der BlizzCon ein bisschen, gell? Glaube ich. Ganz wurde zumindest geleakt vorher, ja, habe ich auch ein bisschen vorher gelesen. Ja, das ist auch interessant. Da kann man aber bisher nur spekulieren, ne, was da rauskommen wird. Wobei, ich glaube, da hat Activision die Finger aktuell ganz groß im Spiel und ich glaube, die fangen jetzt an mit so einem, wie heißt das, Skylancer-Kram, Spyro und sowas. Ach, okay. Damit wollen die jetzt so anfangen. Aber sowas wie Call of Duty und Warcraft und Starcraft stehen wohl auch auf der Liste. Aber erstmal kommt so ein animierter Spyro, vermutlich eher kindermäßiger Kram. Glaube Ja, ich. sollen sie Glaube ich. machen, sollen sie machen. Solange es auf der Liste steht, Warcraft und so. Eben. Wir können warten. Ja, Wir wir haben werden schon so warten. lange gewartet, jetzt können wir noch weiter warten. Eben. Eben. Auch das kriegen wir hin. Gamla 64 zu Overwatch kommen wir später. Die Reihenfolge ist jetzt erstmal ein bisschen WoW, also Filmtrailer und dann Legion und dann Overwatch, habe ich mir gedacht. Ja. Ah, da, guck, da schreibt jemand. Der Film kommt am 26.05. Ach ja, top. Oh, das ist gar nicht mehr so lange, ey. Nee, Mann, das ist ein halbes Das ist Jahr. geil. Zur Überbrückung, da kommt dann Overwatch schon raus, einfach. Ja. Da kann man überleben, auf jeden Fall. Einfach nicht vom Bus überfahren werden und dann. Ja, das muss man auch schaffen. Das kann passieren, verdammt. Okay. Einfach weigern, bis dahin zu sterben, so. Lasst euch an Maschinen anschließen. Müsst leben. Lebt. So. Lebt. Lebt, das war der Appell. Okay, so viel mal zum Jo. Filmtrailer, oder? Ja, Hype. Hype, Hype, Hype. Wen Auf jetzt? jeden Fall Hype. Dann denke ich, werden wir jetzt eine Weile über Legion reden. Ja. Hast schon End. vorbestellt? Sofort, ja. Ich bin da sofort, wird das aufgemacht. Ich habe auch schon sofort, als es hieß, jetzt kommt das Overwatch-Ding, habe ich schon reingeguckt und da auch schon auf Vorbestellen gehämmert. Das war schon auch ein bisschen früher freigegeben. Dann machen die Seiten bei mir nur immer nicht mit, aber ich hoffe, ich war einer mit der Ersten. Und keine Ahnung warum, ist eigentlich total egal, aber es verschafft mir eine persönliche Befriedigung, das zu wissen. Ich hämmer da sofort drauf, ja. Ja. Und auch die Origin Edition, gell? Was laber Ja. ich? Nicht. X-Dings, ja. Ja, Gleich bei. eingeloggt, Mount, wuh, ausgeloggt, fertig. Ja, genau, habe ich auch. Aber ich habe es mir erst am Das. Samstag bestellt. Mmh. Nicht gleich am Freitagabend. Oh, Scheiße! Ich bin kein wahrer Fan! Hater. Moonboon, WoW, Noob. ja, was sagst du zum Preis? Ist normal, oder? Ist okay, ja, es ist okay. Ich weiß, dass ja auch viele jetzt gemeckert haben, weil sie bei Dreh noch ein bisschen enttäuscht waren, weil der Content nicht so groß war oder nicht kam. Was jetzt, glaube ich, zum Ende auch ein bisschen abgeschwächt ist, meine ich. Habe jetzt nicht mehr so viel gehört. Aber ich sag mal, wenn man mal hochrechnet, ne, bei anderen Spielen, was man da bezahlt und was jetzt an Patches kommen, neue Klasse und so weiter, wenn man das alles einfach mal bei EA in DLCs verpacken würde, würde man, glaube ich, noch mehr bezahlen. Ja. Insofern, glaube ich, ist es gerechtfertigt so. Scheiß DLC ist immer. Scheiß DLC, ist tot, Scheiß DLC. EA. Fickt euch Sims. Was hat dir denn am besten gefallen von Legion bei der BlizzCon, was du so jetzt Neues gelernt hast? Also was mir am besten gefallen hat, war der Trailer, weil Ah, ja. Da fangen wir da einfach an. Das reden wir mal war über wirklich den, das ja. Erste, ne? Genau, ja. Und wir waren einfach nicht prepared. Wir waren im TS, haben noch über den Film geredet die ganze Zeit. Chris Metzen war da. Wir dachten, hey, Legion haben vorher gehört, soll erst im September kommen. Hatten dann keine Erwartung, dass wir irgendwas zu Gesicht bekommen, außer vielleicht Artefaktwaffen und Demon Hunter. Und dann sagt er einfach, wie selbstverständlich, hier ist der Trailer. Und wir so, what? Ja, Und wir waren ich einfach war nicht auch nicht prepared. vorbereitet.
Ja, und dann kommt da Varian und mit der Stimme und geht da raus, dann ist da Sylvanas, wir alle so, Sylvanas, einer im TS so, wer? Und sind da, haben da rumgeschrien und applaudiert und keine Ahnung, ich habe da mehr mitgefiebert, als ich glaube bei den letzten Serien und Filmen, die ich geguckt habe. So irgendwie, hey, Walking Dead, stirbt wer, okay. Und so, keine Ahnung, ja, ohne jetzt zu krass spoilern zu wollen, das war auch was Letztes, wo ich so dachte, ja, scheiße. Und hier habe ich applaudiert, habe mitgeschrien, habe Hordel und Sylvanas geschrien und dann als Varian wieder hochgetaucht ist, mit den Schwertern gezogen und für Azeroth, das war als Fanboy mein persönliches Ende, irgendwas ist da in mir gestorben. Und das kam so unerwartet, keine Ahnung, das Ja. fand ich so mega krass Ja, das ist und schon cool. war einfach mega. Das können die einfach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sie dann nehmen, bevor die so einen Trailer machen, aber nehmen es weiterhin auf jeden Die Fall. nehmen Skill, Alter. Ja, die Skill. nehmen Skill, Die ja, haben aber schon. Tabletten, Skill-Tabletten, die werfen sie Das war ein. so krass. Der Trailer war zu Ende, ich saß hier und ich hab einfach geschwitzt. Keine Ahnung, was da abging, immer welche chemische Reaktion das ausgelöst hat, aber es war heftig. Es Wahrscheinlich war auch einfach irgendwelche geil. Pillen. Gerade auf Ich Entzug. weiß auch nicht, warum ich geschwitzt habe. Ja, ich fand's gut, dass sie den Trailer also mehr so ein bisschen emotional angepackt haben. Nicht immer nur Action, Action, Action. So auch mit diesem Ja. Briefschreiben am Anfang, mit der Taschenuhr, wo das Bild drin ist vom Anduin. Und dann auch so diese traurige Musik, ne, als er abstürzt und untergeht und alles. Ja, Und ich genau. fand's auch gut, dass dass es eben einfach mal für die Horde Sylvanas war und nicht wieder irgendein Garrosh oder irgendein Genau. Krom oder irgend so ein riesen Muskelork, der die Horde repräsentiert, sondern einfach Sylvanas. Und das hat mir auch mächtig gefallen. Und Definitiv, ja. also auch richtig geile Cinematic. Es hat nicht zu so viel verraten auch wieder irgendwie. Wenn du dir den Das stimmt, Trailer ja, anguckst zumal. von Warlords, ne, da siehst du ja Ja. gleich, wie dann da der Garrosh quasi den Krom rettet und die Axt in den Manowar reinhämmert oder sowas. Und das sagt ja schon alles. Oh, da waren Zeitreisen, da stirbt der Genau. rettet den. Aber hier, da weiß ich wirklich gar nichts. Die Legion kommt an und wir gehen hin und der Varian stürzt ab. Und jetzt geht's ab quasi, jetzt geht's los. Ja. Genau, und zumal ja auch eigentlich bekannt war, dass gesagt wurde, am Anfang von Legion, jeder, der je WoW gespielt hat, wird geschockt sein und wir kriegen die Waffen und die Helden sterben alle und so weiter und dann diese Varian-Musik, ja. Und weiß ich nicht, wer da Varian verreckt, hätte vermutlich 10 Tage Ja, durchgeschrien ich oder hab so, ja. gesagt, er stirbt. Ich habe Aber echt gedacht, er stirbt. weil als die Musik kam und das Medaillon nach unten Ja. gefallen ist, das ist in 9 von 10 Filmen der Tod von allen. Ja? Ja. Wenn das Medaillon mit dem Bild des Sohnes runterfällt und er einfach BÄM und haut die da alle weg. Oh, war das heftig. Ja, Das er hat war dann richtig unter Wasser, hat er krass. schnell umgespeckt und ist dann raus. Schnell Outfight kommen, ich muss unten tauchen. Und dann, ja. Nice. Ja, aber der Trailer hat schon Lust gemacht auf mehr, auf jeden Auf Fall. jeden Fall. Ja, ich dachte, ich kann nicht noch mehr gehypt werden und ich lag einfach falsch. Ich lag einfach falsch. Ja, aber so ging's mir die ganze BlizzCon über irgendwie. Also ich war ja immer sehr skeptisch, was Legion anging, noch ein bisschen. Ja. Aber sie haben jetzt so viel tolle Sachen vorgestellt, Ja, einfach ich so habe viel auch geile echt Infos. aktuell gar nichts, habe ich gestern auch gesagt. Wie gesagt, ich habe die Live-Ticker und so weiter verfolgt. Es war nichts da, wo ich gesagt hätte, das wäre scheiße einfach. Ja. Sonst hatte ich immer zumindest Bedenken, hatte ich einfach nicht. Ich freue mich auf alles so. Keine Ahnung. Ist geil. Ja. Vermutlich streichen sie die Hälfte einfach wieder, weil es sonst zu nice wird. Keine Ahnung. Aber. Zu viele Spieler, die Server schaffen es nicht. Wir wollten die Server eigentlich reduzieren, verpisst euch wieder. Ja, ist heftig. Der Exo ist da, hi. Ah ja, und da Heide. schreibt der Gammler, schreibt gerade noch, er hatte die Augen ja auch noch zu. Ja, das waren einfach alles so Indizien, so ich gebe auf, Schnauze voll und dann kommt er Ja. da einfach wieder hoch. Ja, war schon geil. War schon geil. Kann man nicht Ja, sagen. auf jeden Fall. Was mir auch gefallen hat, also jetzt, ich weiß nicht, wir können ja mal so ein bisschen die Neuerungen durchgehen einfach. Ja. Zum Beispiel einfach mal random rausgepickt das neue Transmog-System, Ja, wo sie ja. einführen, dass man wirklich alle Aussehen von den Gegenständen sammelt, sobald man sie an sich bindet. Und das auch rückwirkend eingeführt wird quasi für alles, was du auf der Bank hast, auf dem leeren Lager, für alle Quests, die du jemals gemacht hast und für alle Questgegenstände, für die du dich nicht entschieden hast. Also wenn Genau. du die Auswahl hast zwischen, was haben sie, Schild und Robe und du hast die Robe genommen, bekommst du Ja. trotzdem beide Designs gutgeschrieben in deinen Kleiderschrank quasi.
Und das finde ich Wahnsinn. Da hast du Das auf einmal ist eine riesen wirklich Sammlung. krass. Ja. Da haben sie eine gute Verbesserung. Und natürlich Das. die Wappenröcke, dass du die auch endlich in der Zumal Sammlung das hast. ja auch ein Riesenaufwand einfach sein muss, sodass du dann alles hast, was so allein das Potenzial hatte, dir jemals zu gehören, quasi, ja, von den Ja. Bestbelohnungen her. Da hätte ich als Programmierer auch gar keinen Bock drauf, so irgendwie das zu machen, aber gut. Ja, ich Dafür weiß werden nicht, sie wie viel sicherlich nicht Aufwand es schlecht ist, bezahlt. sowas zu machen, aber es ist geil. Ja, da sie immer sagen, es ist zu viel Aufwand, irgendwie Dunkeleisenzwerge zu programmieren, wo man irgendwie die Hautfarbe des Zwerges ändern müsste. Und jetzt machen sie halt was, wo man Sachen wieder gutgeschrieben bekommt, die seit Jahren zerstört sind oder so. Ja. Glaube ich, ist schon ganz schön krass, aber gut, zumal das, glaube ich, das Diablo-System ist fast 1:1, oder? Sie haben gesagt, es lehnt davon an, ja. Ich kenne mich Ja. mit dem Diablo-Transmog-System nicht aus, muss ich leider sagen. Ich habe es mir auch unzureichend angeguckt, aber Kleiderschrank war auf jeden Fall auch der Diablo-Begriff und das war so ähnlich. Aber gut, warum sollen sich nicht an funktionierenden Systemen bedienen? Ist ja jetzt kein. Zumal es ihre eigenen ja sind, insofern. Eben, genau, Ist ja. ja. Sehe ich auch so. Ist ja an sich was Schönes. Leveln in Legion, Level 100 bis 110. Ja. Die Zonen, dass man da wirklich hingehen kann, wo man will. Das finde ich auch sehr nice. Ja. Wobei ich mich persönlich bis jetzt auch nicht dran gestört hatte, einen mehr oder weniger festen Plan zu haben. Also, man hat ja früher oder später trotzdem alle Elite gesehen. Ja. Und ich hatte bis jetzt, glaube ich, auch nie das Gefühl, dass ich gesagt hätte: Oh, ich würde jetzt viel lieber erst dahin gehen. Und dass ich das nicht kann, kotzt mich übelst an und darum spiele ich jetzt, keine Ahnung, Counter-Strike oder so. Also, dass ich wegen sowas irgendwie gequittet hätte oder übelst mad wäre, das ist mir auch noch nicht passiert. Nee, das nicht. Man hatte ja auch schon immer ein bisschen Auswahl. Also nicht Eben, immer, so, genau, ja. aber in Wrath of the Lich King konnte ich entscheiden Tundra oder Fjord. Genau. Aber bei Cataclysm halt dann schon nicht mehr so. Und bei Mob Ja. weiß ich, glaube ich, auch nicht mehr so. Da bist auch deinen Kreis gerannt oder hoch und runter. Und Ja. aber jetzt wirklich, Stichwort war ja immer Freiheit für den Spieler, haben sie es genannt. More freedom Genau. for the player, dass du Ja. einfach entscheiden kannst, wohin du willst. Das finde ich auch cool, dass das einfach sich anpasst. Genauso mit den neuen Dailies, in Anführungszeichen quasi, dass man verschiedene Quests auf der Karte angezeigt bekommt. Und ähnlich wie es eben jetzt ist mit der Mission, in der Garnison, dass man die verschiedenen Belohnungen sieht, siehst du auch die Belohnungen für die Quests auf deiner Karte. Und dann kannst du dich ja Ja. entscheiden quasi, welche Quest mache ich heute? Hole ich mir dieses Spielzeug oder hole ich mir hier Gold oder Ehre oder sonst irgendwas? Genau. Das gefällt mir irgendwie auch ziemlich Ist auf gut. jeden Fall nice, ja. Besser als früher bei Mob, wo man wirklich wochenlang jeden Tag seine scheiß 5 bis 10 Das war Dailies echt räudig. gegrindet Ja, da hat sie maximal irgendwie die Wahl zwischen 10 Schüler töten und diesen räudigen Schlangenrücken da runterrollen. So, das war deine Wahl. Oh. Der Ja, das. räudige Schlangenrücken. Aber sie haben daraus gelernt. Hey, was will man mehr? Ja. Sowas, ja. Sowas hat mir in Sport immer meine 3 gerettet. Ich hab's versucht und ich hab daraus gelernt. So, das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Ja, was Ist so. ich gesehen habe, Mama, was wollte ich jetzt sagen? Ich war ja schon ein bisschen auf Reddit unterwegs. Ja. Nerd. und fuck, ich habe voll den Faden verloren. Nice. Zu In den meinem Chat Dailies. entbrennt auf jeden Fall gerade eine Diskussion darüber, warum Männer einen Kleiderschrank brauchen und warum für Frauen kein Schuhschrank kommt. Das ist natürlich auch sehr schön. Okay. Relevant, relevante Frage. Relevant, ja. Fragen, die gestellt werden müssen. Ich fand auch sehr schön, um dir mehr Denkzeit zu Ja, mir verschaffen, fällt es gerade nicht mehr dass ein. eine, oder wenn nicht sogar die letzte Frage beim Q&A war, beim Frage-Antwort-Spiel am Ende, Ja. Wo man echt die Chance hat, irgendwie den Entwickler irgendwas zu fragen, was einem schon nur auf der Seele gebrannt hat, war irgendwie, ob Jaina Pracht mehr ein Schreckenslord ist. Ja. Wo ich so dachte, yo, das ist auch das Erste, was mir einfallen würde. So was Blödes. Nice. Und dann einfach die Antwort auch, no, Jaina is not a Ja, so, Dreadlord. und jetzt, fuck you. Hoffen, unsere Zeit zu verschwenden. Ja, das war nice. Ja, mir fällt nicht mal ein, was ich doch dazu sagen wollte. Ist nicht Deshalb schlimm. weiter zum nächsten Thema: Dungeons in Ja. Legion. Sie haben 5 angekündigt zum Leveln und sie haben 5 angekündigt zusätzlich auf Max-Level. Damit sind wir bei 10. Das ist nicht die Welt, aber ich glaube, es ist schon mehr als in WoT. Ich weiß nicht Genau, genau, aber es definitiv. fühlt sich so an. Wir haben auch direkt nachgezählt. Wir dachten auch, das ist zu wenig. Da haben wir drin noch nachgezählt. Nee, es ist mehr. Yay! Ja. Aber zumal ja jetzt auch
es systematisch eigentlich die Dungeons immer weiter mit jedem Patch und jedem Inhalt irgendwie vernachlässigter wurden. Ja. Ja, sie haben nochmal versucht, uns mit den Gasthaus-Quests da und so für die Schenke für Stufe 3 nochmal reinzulocken. Legendary-Quest musste mit Twinks nochmal rein. Und ansonsten sind die Dungeons eigentlich komplett nutzlos. Ja, einfach richtig, nutzlos. Richtig. Und darum geben sie da sicherlich auch nicht so den Fick drauf. Ja, ja. Es waren ja Szenarien, waren ja wieder ein bisschen im Spiel, glaube ich, wurde angesprochen, wobei das sicherlich mit diesen Klassenhallen dann zusammenhängt, dass du da so Solo-Szenarien hast zur allgemeinen Beschäftigung. Aber so auf High-Level, sag ich mal, wie es jetzt war, am Anfang, wie immer, Dungeons rennen, erstes Equip sammeln, Legendary rein, nochmal für ein paar Quests rein und ich vermisse die im Moment auf jeden Fall auch nicht. Also, um es so mal zu sagen. Jetzt kommt drauf an, also ich vermisse es schon ein bisschen, wenn ich dran denke, wie ich in Wrath of Lich King Dungeons gerannt bin oder auch in Cataclysm, einfach für Punkte. Ja gut, da gab es die Marken noch, okay. Ja, ja gut, aber dann auch mehr wegen den Punkten halt. Ne? Ja, aber es hat auch Spaß gemacht. In Lich King zumindest hat es Spaß gemacht, fand ich, Dungeons zu rennen. Okay, ja gut. Da hat man gute. Aber auch immer wieder noch neue, ne? Da kamen ja dann zum Schluss noch die drei da hinzu und so genau. Weiter. Und Zeitwandler und so ein Kram. Okay, ja und gut, okay, stimmt. Das fand ich aber auch echt gut mit den dreien immer. Das gab es ja in Cataclysm auch nochmal, die drei vor Drachenseele, ne? Ja, da wird ja einfach Story über Dungeons vermittelt. Und das fand ich sowieso schon immer cool. Wenn sie sowas wieder einbauen, das wird mir auch gefallen. Das ist definitiv nice. Ja. Ich hoffe auch, schönes Höhlen der Zeit wieder oder so. Das ist immer eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Was natürlich auch cool ist, ist dieses System, ne, dass du jetzt wirklich die Dungeons immer wieder machen kannst. Dieser verbesserte Challenge-Mode quasi. Der übrigens auch fast 1:1 von Diablo geklaut ist. Echt? Haben sie auch, oder was? Diablo ist auch Schlüsselsteine. Ja. Die bestimmte Voraussetzungen brauchen oder Monster verstärken, das ist echt Kleiderschrank und Challenge Mode, das ist fast 1:1, möchte ich meinen, von Diablo. Naja, was sollen sie machen? Ist gut, ich finde es ein gutes System, wie sie es machen. Ja, stören tut es mir auch nicht. Wie gesagt, wenn das System funktioniert, dann sollen sie das von mir aus auch da genau übergreifend implementieren. Sie haben ja zwei Modifier, haben sie vorgestellt auf der BlizzCon. Zum einen, dass alle Mobs im Dungeon quasi, wenn sie unter 30% kommen, Berserker gehen und doppelt so schnell zuschlagen. Und das andere, was mich als Heiler sehr interessiert hat, dass die gesamte Gruppe während des gesamten Dungeons einfach Schaden über Zeit bekommt, den man gegenheilen muss. Das finde ich total lustig. Das ist echt interessant. Das stelle ich mir voll schwer vor, aber auch und voll ich lustig. Glaube, ein Panik. Drittes war auch noch, dass die Leichen explodieren. Das ja, war ja, ja, stimmt, glaube, genau. Genau. Ja. Drei waren es insgesamt. Ja, es klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ich werde sämtliche Nerven dran verlieren, aber es klingt erstmal interessant. Auf jeden Fall. Aber es klingt spaßig. Du willst es machen, ne? Du willst, du willst wieder in Dungeons und das ausprobieren. Ja, absolut. Das und dass sie das geschafft haben, dass ich wieder in Dungeons rein will, das ist schon was. Das stimmt. Ja. Ich habe jetzt gerade Diablo 3 ist die WoW-Alpha. Das kommt hin. Nice. Ich habe letzte Woche habe ich meinen 13. Charakter auf Level 100 gebracht. Ja. Und Nerd. Ich war beim Leveln in Dungeons und ich habe nicht gewusst, wo es lang geht. Okay. In Warlords Dungeon von 90 auf 100 ist. So. Nicht Low Level. Warlords Dungeon. Ich habe nicht gewusst, wo es lang geht und wie die Bosse funktionieren. Das zeigt, wie oft ich in Dungeons war in Warlords. Das ist wirklich. Ja, gut, okay. Nicht lohnenswert gewesen. Das ist ein bisschen bitter. Okay, ja gut. Ja, okay, aber dann gehen wir doch gleich weiter. Und zwar, was liegt näher von Dungeons? Gehen wir gleich zu Raids. Yay! Zwei Raids angekündigt. Einmal der Smaragdgrüne Traum mit 7 Bossen. Und Suramar Palast mit 10 genau. Bossen und Gul'dan als Endboss. Endboss, ja. Ha? War es der Endboss tatsächlich, ja? Ja, ja, ja. Okay. Gul'dan als Endboss. Nice, okay. Das ist eigentlich ein auch Ort das, was mich Endboss juckt. Komisch, mal was Neues, ne? Wir machen was komplett Neues. Ork als Endboss, bester Mann. Genau. Nee, aber nice. Da freue ich mich drauf. Gul'dan auf die Fresse hauen, das ja, juckt mich. Endlich. Er wird bestimmt abhauen durch ein Dimensionsportal. Man darf erstmal gespannt sein. Oder er schließt sich uns an und steht dann da und sagt, yay, Suramar ist gerettet. Ey, geil. Geil, ich bin jetzt freundlich. Plot-Twist. Ja. Nice. Also über die Anzahl von Bossen kann man sich nicht beschweren. 7 und 10, insgesamt 17. Das klingt in Ordnung, ja. Das klingt gerade gut. Gerade zumal das ja die beiden ersten, die direkten ersten Content quasi sind. Ja. Kann man so ein bisschen vergleichen mit hier Hochfels und was war das zweite?
Gießerei. Gießerei. War Gießerei das zweite? Was war das dritte? Das dritte war schon Höllenfeuer. Hat man nur Wir drei? hatten nur drei, Okay, alles genau. klar. Oh lol. Ich glaube, wir hatten nur drei. Ja. Aber wenn man Ja. die beide wirklich bei Launch bekommt, hier zwei Raids, 17 Bosse, da hat man gut Ja. Abwechslung, kann sich die Raids aussuchen. Und es ist auch Ja. wirklich vom Theme her ein bisschen was anderes, ne? Ich denke, Ja. Smaragdgrüner Traum und Xavius und Albtraum und Zeug und in Suramar, Gul'dan, keine Ahnung, was da dann für eine Geschichte dranhängt. Bestimmt irgendwas mit der Legion oder so. Ja, mit Sicherheit. Das wird ja allgemein das Thema sein, was überall durchzieht. Verderbnis, Legion, Ja. irgendwelche Nachtelfengeister, Verderbnis. Wir haben uns auch Alles schon ist wieder mit wieder. Brunst vor Lachen auf der Couch bei der BlizzCon. Alles ist corrupted. Ja, alles Corrupted. einfach. Eine schöne Druidenhütte, machen wir ein bisschen schwarzen Schleim drüber. Hier noch ein alter Gott unter Tieresfall und seht zu. Ach stimmt, das haben sie auch gesagt, gell? Dass man endlich ein bisschen einen Einblick kriegt, was unter Tieresfall los ist. Ja, genau, was da abgeht. Alle Ja. direkt, alter Gott, alter Gott, alter Gott, Tanzstudio, irgend sowas. Als Tanzstudio. Die waren das schreckliche Experimente. Ja, war Lässt sehr. irgendwelche Leichen tanzen. Ja, Ah, ganz schön krass, würde mich mehr schocken als ein alter Gott im Endeffekt auf jeden Fall, aber mal sehen. Mal sehen, was auf uns zukommt. Aber das finde ich nice, so, solche Sachen zum Beispiel, die angesprochen werden. Gerade als Lore-Fan, sowas zieht bei mir natürlich komplett. Da hatten wir Tieresfall, unter Tieresfall war ich gehypt, mit als der einzige MTS. Dann kam hier Furion, Furorion, wie jetzt auch immer, dieser schwarze Drachenprinz. ja. Der soll auch irgendwie noch mit drin hängen. Der muss mit drin hängen. Ja, genau. Dann kam irgendwie davon dann Zusammenhang zu Tieresfall, kam dann auch noch, ob der damit was zu tun hat. Und dann war noch irgendwas. Was war's denn noch? Verdammt, es war noch einer. Und hier unser guter Bolvar Fordragon, der aktuell auf dem Thron Ja, sitzt, da haben beim sie gesagt, es Lichtgehen gibt eine King. Cameo, haben sie gesagt, gell? Der soll irgendwie nochmal was mit zu tun haben. Ja. Kam irgendwas. Aber nur was Kleines, also eine Cameo. Und für Ja. danach haben sie, glaube ich, größere Rollen wieder für ihn, haben sie gesagt. Ja. Aber Mal auf jeden gucken. Fall interessant. Auf den würde ich mich auch wieder freuen. Man darf auf jeden Fall auch in der Hinsicht gespannt sein. Warum? Ja. Ich Okay. freue mich. Klassen. Sollen wir zuerst über Demon Hunter sprechen? Ja, sprechen wir über Demon Hunter. Okay. Freust du dich denn auf den Demon Hunter Craft? Nee, ich hasse es verloren. Voll Nee, Scheiße. voll Scheiße. Ich mag den Mond voll. Nee, es sah wirklich sehr interessant aus. Ich habe auch gestern, ich weiß nicht, ob du das auch geguckt hast, hier so ein paar Streamer von der BlizzCon. Tauli habe ich mir angeguckt. Konnten ja das Startgebiet streamen, die ersten paar Quests. Ach echt? Das habe Und ich nicht gesehen, das ne? sah, ja, sind neu gespeichert auf Twitch auf jeden Fall. Und das sah alles extrem interessant aus. Es sah noch unbalanced as fuck aus, wie es sein soll bei einer neuen Heldenklasse. Ja. Aber diese Mobilität und so, weiß ich nicht, das ist so das, was mir jetzt in WoW-Klassen quasi neu fehlt hätte. Weil, wenn ich irgendwie jetzt ein anderes MMO teste oder so, zum Beispiel Terra oder irgend so ein koreanisches Zeug, dann fällt mir immer auf, die Mobilität und die Angriffsstruktur quasi, die ist nicht so hölzern oder steif wie bei WoW. Ja. Weil WoW hält der Krieger halt die Waffe und hat dann seine 2-3 Schlaganimationen und der Demon Hunter schlitz noch drehen die Glaive, dann werfen, hochspringen, gleiten, Doppelsprung. Das fühlt sich ein bisschen so wirklich neu an, ja, und Ja. das finde ich extrem geil, Das habe auf ich jeden auch Fall. gesehen, als sie die Fähigkeiten vorgestellt haben von ihm, haben sie ja auch mal so kurze Videos dazu eingeblendet. Und da Ja. eben auch mit diesem Doppelsprung und mit dem Gleiten, wo er da hat, ne, wo er quasi keinen Fallschaden bekommt und hin und her gleiten kann und so. Genau, Das hat genau. richtig cool ausgesehen. Hat mich ein bisschen erinnert, auch tatsächlich, ne, an Illidan in HOTS. Der springt ja auch von vorne nach hinten und schlitzt, wie du es jetzt Ja, gerade genau. gesagt hast. Und ich denke, das haben sie ziemlich gut eingefangen, auf jeden Auf jeden Fall. Fall, ja. Ich habe mich, es war sehr schön anzusehen, auf jeden Fall. Es war wirklich was Neues und anderes und genau das erwartet man ja im Endeffekt dann auch. Genau, gerade im Muss man ja auch. PvP wird ja auch im Chat gerade geschrieben, Demon Hunter Ja. PvP Inc. Ist das, glaube ich, ziemlich geil, wenn du da so mobil Definitiv. bist. Er hat ja auch Ja. diesen Wallhack, wo er unsichtbare Einheiten und durch die Wand sehen kann Genau, und so. Es ist wirklich verrückt für PvP eigentlich. interessant. Das wird sehr interessant werden, auf jeden Fall. Ja. Ja. Achso, im Chat muss ich kurz zwischen, wird noch von Turalion und Aleria geschrieben, die beiden, die noch auf einer Scherbenwelt-Plattform irgendwo zurückgeblieben sind. Genau, das war der letzte Lore-Punkt noch, der mir eben neu gefehlt hat. Ach genau, ja, Ja, das davon war haben sie alles auch schon. gesprochen. Genau. Und sie haben auch nicht genau gesagt, was passiert mit ihnen, ne? Aber ich habe auf Reddit gelesen,
Wenn man mal drüber nach, oder war das im Q&A? Ich glaube, das war im Q&A, hat es einer gefragt, nicht auf Reddit, dass, wenn man mal drüber nachdenkt, dass Turalyon und Aleria, die haben ja nie die gute Seite der Orks gesehen, ne? Die Ja. kennen ja quasi nur die Orks, die Ach so, ihre ja. Heimatwelt eine Invasion gestartet haben und angegriffen haben. Die haben nie mit Ja. Thrall oder mit guten Orks zu tun gehabt. Und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, und das war auch die Frage dann bei der BlizzCon, ob die Legion das quasi nicht ausnutzt, weißt, und die dann auf ihre Seite zieht, dass sie quasi wirklich als Bösewichte zurückkommen Okay. oder so. Wäre natürlich krass, ja. Ja, das fände ich hammerhart. Wäre ordentlicher Plot-Twist, ja. Ja, aber ich hätte sie lieber als Helden zurück, so. Auf jeden Fall, ja. Schön strahlende Rüstung, auf einmal alles stirbt und dann, hey, uns gibt's auch noch. Wäre nice, auf jeden Fall. Ja. Genau. Demon Hunter, was kann man noch dazu sagen? Ich habe mir die Vielleicht, Fähigkeiten nicht alle angeschaut, aber ja, was? zum Questsystem vielleicht noch, habe ich gesehen, allgemein auch im Demon Hunter Startgebiet, das soll allgemein wohl so sein, dass viel mehr mit Voice-Over gearbeitet wird. Ja, Sprich, wenn du das questest, dass genau. unten dann so ein Fensterchen kommt und die lesen davor und sprechen dann, das finde ich extrem geil. Weil Ja. das bringt dich einfach, ob du willst oder nicht, näher an die Welt ran. Das ist, was mir beim MMO einfach immer wichtig ist und war, und das finde ich geil. Hoffen wir mal, dass es Geil! nicht, ob du willst oder nicht ist, sondern dass man es auch aushalten kann, optional. Ja, Weil ich gut. weiß nicht, ob jeder drauf steht. Bei Star Ja, Wars war es ja vielen zu viel, ne? Dass da immer so ja. viel gelabert wurde. Man Okay, konnte ja zwar mit gut. Leertaste überspringen, aber es ist halt nicht für jedermann, denke ich. Aber mir gefällt es auch Das stimmt. natürlich. Ich finde es cool. Ja. Was mir gerade noch einfällt zum Demon Hunter, beziehungsweise Crossover zu den Klassenordenhallen oder wie die heißen. Ja. Es wurde gefragt, ob man sich in der, wie heißt denn, Klassenorden oder sowas auf Deutsch? Ja, Halle, irgendwas, aber jetzt. Irgendwas, Order, Class, Order, Hallen. Oder, ja, Da wurde gefragt, ob man okay. sich da quasi mit den gleichen Klassen der gegnerischen Fraktionen unterhalten kann. Okay. Und dann haben sie gesagt, natürlich nicht, aber da der Demon Hunter ja dämonisch Ach sprechen so, kann, kann ja. man sich quasi mit Demon Huntern von der anderen Fraktion unterhalten auf dämonisch. Ach, okay. Ah ja, da erinnere ich mich dran. Da hat nämlich unser Hexer direkt im Teamspeak gesagt, ich kann in Dämonengestalt auch dämonisch reden. Juckte wieder keinen. Ja, alle so, ey, die können dämonisch reden. Ja. Bei Hexern ging das wohl schon die ganze Zeit. Hat Ja, aber keinen interessiert. das ist ein nettes kleines Gimmick, so finde ich Auf einfach. jeden Fall, ja, das Ja. stimmt. Gutes Stichwort übrigens, wo du gesagt hast, mit der, wenn ich ein Dämon bin, Metamorphose, gehen wir doch mal weiter zu den Klassenänderungen. Und Jawohl. zwar haben sie ein paar Klassen vorgestellt, die sie ändern. Spezielles beim Hexi, beim Demo-Hexi war es so, dass sie gesagt haben, sie wollen weg davon, dass er sich in einen Dämon verwandelt, sondern sie Ja. wollen wieder hin, back to the roots, Warcraft 3 mäßig, dass er quasi der Herr der Dämonen ist und viele beschwören kann und so. Genau. Und Metamorphose wäre eher was für einen Demon Hunter. Das heißt also auf Deutsch für mich, dass die Hexis sich nicht mehr verwandeln können, sondern eben nur noch in Anführungszeichen Dämonen beschwören. Halt viele Genau. mehr und so. Und ich weiß nicht, wie glücklich die Hexis darüber sind, Also weil. unsere haben auf jeden Fall alle rumgeheult, unsere Ja, aktiven Hexer das und denke ich alle anderen nämlich. so, ja, okay. Ja, aber das denke ich mir nämlich, weil das war ja immer ein großer Teil vom Hexi, dass man sich, geil, ich kann mich in Dämon verwandeln und Ja, mit der genau. Glyphe Und kriege dann ich da nur noch noch die Glyphen geilen rein, genau, Flügel ja. und. Und Hörnchen und alles. Geil. Und dann. Aber ich glaube, er hat ja sogar auf der Gamescom gesagt, das war der erste Aufschrei bei aktiven Hexern, dass sie nicht wollen, dass Destro gespielt wird, weil es zu dass Demologie gespielt wird, weil es wohl zu schwer sein soll oder so. Irgendwas ganz Blödes, Banales haben sie da rausgehauen. Okay. Das war so der erste große Aufschrei, dass sie mehr den Fokus auf Destro und die Brechen legen wollen, weil die wohl einfacher zu spielen und vermutlich demnach auch zu strukturieren und zu balancen sind und so weiter. Ja. Und die Dämonologie deswegen irgendwie so verändern, dass es einfach keiner mehr spielen will, so nach dem Motto. Und ja, irgendwie haben sie es ja geschafft anscheinend. Ich Mal weiß auch schauen. nicht, was da los ist mit den Hexis. Ja, voll das komische Völkchen. Sollen sie halt alle Destro spielen. Was mir gefallen hat als DC, dir vielleicht auch, natürlich die Änderungen, die sie da bringen, dass man jetzt Ja. wirklich einfach heilt, indem man Schaden Mit verursacht. Schaden, ja. Also Dass wirklich sie das. smiten, Atonement.
Oh Gott, mir geht einer ab, wenn ich nur dran denke. Ich sag's dir. Das wollte ich schon immer, wollte ich das seit Cataclysm, wo sie es eingeführt haben, und in Mob war es auch noch gut. Und jetzt Ja. in WoD haben sie es so genervt mit dem Atonement. Aber jetzt endlich kommt's wieder. Da freue ich Vor mich allem, so drauf. auf jeden Fall, vor allem finde ich, dass es eine Sache ist, die in beiden Richtungen, also PvP und PvE, extrem interessant klingt einfach. Weil Oh man ja ja. in beiden einen viel größeren Beitrag eigentlich leisten müsste als jeder andere Heiler dann. Schon von der Theorie her, egal ob man jetzt gut ist oder nicht. Aber bin höchst gespannt auf jeden Fall. Also habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es einfach nur wieder an PvE gedacht. Naja. Beim Raid und so natürlich. Aber klar, im PvP in der Arena oder so stelle ich mir das auch Ja, lustig vor. das muss ordentlich heftig sein, auf Wer jeden weiß, wie Fall. sie das lösen. Weißt? Sie können ja trotzdem hingehen und sagen, Atonement verursacht den dreifachen Heal an, was du Schaden machst oder so, dass du nicht einfach Ja. so OP bist im Damage. Aber wir werden Ja, sehen, gut. wie sie das machen. Mal schauen. Wir sind gespannt und wieder not prepared, auf jeden Fall. No, you are not prepared. Genauso der Shadow wird ja auch komplett überarbeitet. Ja. Und da ist mir auch einer abgegangen. Mir ist zweimal innerhalb von einer Minute ist mir einer abgegangen. Das schafft fast keine Frau, aber BlizzCon hat es geschafft. Nice. Der Blizzard Shadow größer bekommt. Frauen. Blizzard größer Frauen confirmed. Leck, wenn Blizzard eine Frau wäre. Oh ja. The Rape. Wäre teuer. Auf jeden Fall, Shadow bekommt eine eigene neue Ressource statt Mana. Wahnsinn. Okay. Weil sie ja ihre Energie quasi von den alten Göttern beziehen oder ihre Kraft, ne? Und dadurch Ja. wahnsinnig werden. Genau wie bei Yogg-Saron. Du wärst auch wahnsinnig, wenn du da in der Nähe bist. Ja, genau. Und das finde ich hammergeil. Sie haben dann so erzählt, wie die Schattengestalt immer dunkler wird. Und wie du Tentakel kriegst, wie die alten Götter quasi, wenn der Okay, Wahnsinn ja. voll ist und so. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Es ja der Wahnsinn. Es wird der Wahnsinn. Richtig geil, Mann. Mich hat es fast vom Hocker gehauen. Endlich machen sie mal was mit dem Shadow, Mann. Ja. Ja, klingt echt nice so. Wie gesagt, also alle Änderungen, die so kamen, klingen, wenn sie eigentlich, wenn man sie nicht komplett geil findet, zumindest interessant. Ja. Und das ist ja schon mal was so. Ja, das Ich als stimmt. Hunter Main alleine schon überleben, Nahkampf halt. Das ist ja auch wieder so komplett was anderes, einfach was Neues so. Wo Freust man dich einfach drauf oder gespannt sein geht's dir kann. auf den Piss? Nö, tatsächlich bin ich gespannt drauf, so, weil Überleben jetzt allgemein meiner Meinung nach sowieso der Spec ist, der jetzt am vernachlässigsten ist und dadurch allein, ohne dass sie ihn irgendwie stärker oder schwächer machen müssen, was sicherlich sich nicht vermeiden lässt, eins von beiden, dadurch, dass man so grundüberarbeitet, einfach Ja. wieder interessanter wird. Ja, und das ist, finde ich top einfach. Kämpfst du mit deinem Pet vorne zusammen? Klingt erstmal cool auf jeden Fall. Ja. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich will es auch ausprobieren. Ich habe ja nie viel Hunter gespielt. Ist nicht so meine Klasse. Ja. Aber Er ist ja auch Melee schwer, Hunter also. mit Pet Ja. will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, genau. Das Habe ich. genau, da sind wir ja wieder. Das meine ich ja. Alles ausprobieren, Ja, erstmal eben alles was Neues neu. ausprobieren. Genau. Genau, genau. Genau. Was mich furchtbar enttäuscht hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, das waren auch einfach die Aussage, dass es kein neues Battleground geben wird. Das stimmt, das Und da fand ich haben sie da. sich sogar teilweise drüber lustig gemacht. Oder ich fand es halt, wie sagt man, offensive. Ich fand mich beleidigt, nicht beleidigt, ich fand mich Verarscht, dumme Macht. ein Nicht ernst bisschen, genommen. ja, genau, weil sie einfach gesagt haben, ja, wir brauchen ja kein neues BG, weil wenn Demon Hunter im BG sind, dann fühlt sich jedes BG erstmal neu an. Ja, Geil, gut. Ja, geiles geil. Was eine Argument. Aussage. Geil, danke Blizzard, ey. Ihr habt da 20 Euro. Das, ja, das war echt. Da muss ich auch direkt twittern, so. Kurz fragen, ob die PvPler alle mad sind, so. Antwort war ganz klar, ja. Ah, Das fand ich stimmt. definitiv auch ein bisschen schwach. Also ich bin jetzt nicht so der große PvPler, aber selbst da geht mir die nicht vorhandene BG-Vielfalt schon ein bisschen auf den Sack. Zumal ich es jetzt nicht das größte Ding finde bei dem, was sie alle machen, jetzt noch zu sagen, hier, ihr macht mal ein neues BG. Und wenn es halt nur irgendwas, weiß ich nicht, was bereits vorhanden ist, einfach nochmal ein anderes Arati-Becken oder so anders designt in noch Eben, genau Öl eben, oder einfach so. sowas. Weil sie haben ja, man sieht, es gibt auf YouTube gibt es so einen ganz tollen Kanal, ich weiß aber leider gerade nicht auswendig, wie er heißt. Ja. Der zeigt immer, was wäre, wenn oder was wäre gewesen, weißt du, so Data Mining aus der Beta, aus der Ah, Alpha und okay, so. Und ja. da gibt es so viele Battlegrounds, die sie angefangen, aber nicht fertig entwickelt haben. Und das pisst Okay. mich an und so schöne auch. Und Ja.
Wie lang pimmeln wir jetzt schon mit denselben, keine Ahnung, wieder geschätzt, 10 Battlegrounds durch die Gegend, ne? Ja. Das letzte, was dazukommen, war Silberbruchmine und Tempel von Khatmogu in Mob. Ach, das waren echt die letzten, ja, wenn man da mal drüber nachdenkt. In Mob, nicht mal jetzt gab's was. Das ist krass, ja. Das ist so lang her. PvP, es gibt eine neue Arena, war auch in Mob, glaube ich. Ja, dieser Tiger-Tempel da, ja, klar, genau. Genau, und dafür, dass es so viele PvP-Spieler gibt, ja, finde ich das eigentlich voll lame. Wenn du mal überlegst, wie viele Karten es in Call of Duty gibt oder in keine Ahnung was. Anderen PvP-Spielen einfach. Ausgenommen LOL, da gibt es nur eine. Aber sogar HOTS hat bald mehr BGs als WoW. Das finde ich übrigens. Und es gibt seit einem Jahr. Ganz kurz einzuwerfen, wenn wir gerade bei Maps sind. HOTS finde ich so nice, wie schnell sie da liefern einfach. Was wir da jetzt in der kurzen Zeit für eine Map-Vielfalt schon haben. Ja. Richtig, richtig top. Das stimmt. Nur noch alle 4 Wochen neuen Helden und so. Das machen sie echt gut. Das ist super. Genau. Aber ja, auf jeden Fall, das hat mich tierisch aufgeregt. Da war ich echt sauer. Genau. Ja, ist einfach schade. Und der andere große Kritikpunkt, wo ich noch habe, oder nicht Kritik, kann man nicht sagen, aber wo ich skeptisch bin, das ist das richtige Wort. Die haben ja wirklich die ganzen 6 neuen Zonen vorgestellt auf den Broken Isles, ne? Ja. Und wie erwartet hat es sich total zusammengewürfelt angefühlt. Ne? In der einen Zone haben wir die Wirkul Wikinger aus Nordend. Auf der anderen Seite haben wir Smaragdgrüner Traum, Ashara und ihre Nagas und so. Ja, und die versammeln sich einfach auf diesen 6 Inseln, damit ihr endlich mal alles habt, was ihr wolltet. Aber wirklich Hintergrund hat es keinen. Ja, das stimmt. Okay. Andererseits, aber es weiß ich nicht. Finde ich auch schwer zu machen so, ja. Dass sich so eine Map jetzt nicht zusammengewürfelt anfühlt, quasi. Ich sag mal, wenn sie die Übergänge jetzt lore-technisch oder was weiß ich nicht gut designen kriegen, dann habe ich damit beispielsweise kein größeres Problem. Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil du gehst in eine Zone, levelst und dann gehst weiter, weißt? Und in dem Moment, da interessiert dich nicht, wie das Ganze zusammenhängt. Da denkst du, oh, das war jetzt eine coole Zone oder oh, das war eine Scheißzone. Ja. Aber so das Gesamtbild, finde ich, sieht hier zum ersten Mal scheiße aus. Wenn du dir Dings anguckst, Nordend, da hat es alles zusammengepasst. Das war ein nördlicher Kontinent mit, klar, Scholasarbecken hat ein bisschen anderes Klima, aber das war alles begründet, weißt du, das hat Hand und Fuß gehabt. Cataclysm war versprengt, da gab es ja hier eine Zone, da eine Zone, von daher gab es kein großartiges Gesamtbild. Ja. Mist of Pandaria, ein neuer Kontinent mit Scharbedrohung, mit Bedrohung durch diese Insektenviecher, Klaxi-Scheiße und so. Und Klaxi-Scheiße, das war aber auch auf dem ganzen Kontinent spürbar, weißt du? Das war alles ein Thema. Ja, gut, okay, stimmt. Und in Draenor natürlich auch durch die Eiserne Horde und sowieso. Und jetzt zum ersten Mal haben wir so 6 Inseln, die einfach jede Insel ist ein anderer Fuck. Und ich habe einfach noch nicht dieses Feeling, dass die Legion damit irgendwie groß was zu tun hat. Klar, deshalb gehen wir auf die Inseln, aber was ist jetzt der Grund? Wie hängt die Legion mit den Wirkulen zusammen? Ja. Weißt du, oder so? Das fehlt mir so jetzt quasi halt einfach das noch. Dieses große, aber daraus meine ich, haben sie gelernt. Gerade, weiß ich nicht, so in MOP war es ja irgendwie am komischsten, weil Endgegner ist Garrosh und wir bekämpfen die ganze Zeit Char. Und in Cutter und Rest fand ich es einfach nice, weil da hast du Todesschwinge quasi überall rumfliegen sehen oder so. Ja, du kommst im Hial an, siehst du da direkt. Dass diese Nähe zum Gegner einfach, denke ich mal, dass das jetzt genau das ist, was du meintest, ne? Zum eigentlichen Gegner, zum Trailer-Bezug dann da, weiß ich nicht, wir bekämpfen die Naga und Varian und Sylvanas kämpfen da immer noch 3 Stunden lang gegen die Legion da aus dem Riss. Das verstehe ich auch, was du meinst auf jeden Fall in dem Zusammenhang. Ja. Aber also da bin ich einfach skeptisch eben, ob sie das im Spiel dann irgendwie gut verknüpfen können oder so. Das stimmt, ja gut, okay. Das stimmt. Ich lese gerade mal kurz hier auf MMO Champion und zwar, was ich auch interessant fand, das Dalaran, das da unten rumfliegt, ne, mit dem wir da wieder vor Ort sind, da wurde gefragt, wie kann sich dieses Dalaran jetzt gegen die Legion schützen? Ne? Welche Verteidigungsmaßnahmen gibt es da? Und da haben sie auch gesagt, das werden wir rausfinden und es wird big. Ne? Also da steht irgendein großes Geheimnis steckt da dahinter, wie Dalaran beschützt wird. Da freue ich mich drauf, was da wohl
Aber viele Geheimnisse jetzt so. Ja, Ja, eigentlich haben sie total. das genauso, wie gefragt wurde, gibt es nur eine brennende Legion und ist der Archimond, den wir in WoD getötet haben, derselbe wie in Warcraft 3 und so. Und sie Genau. so, ja, vielleicht. Ja, vielleicht, aber das wird beantwortet, haben sie auch gesagt, ne? Genau, das soll Darum geht es beantwortet im werden. Add-on. Genau. Das finde ich auch cool. Was hier fett rot gedruckt ist bei MMO Champion: Legion will allow you to use all the specs. Also man bekommt Tri-Specs beim Druiden, Quattro-Stacks quasi, Specs. Man kann wirklich endlich alles spielen, was man will, auf Das finde ich einem. auch super. Das gerade als Vielschwinger Ja. finde ich das top. Ich habe jetzt auch einige schon gehört, die meinen, boah, das ist voll overpowered und so. Davon habe ich bis jetzt irgendwie nichts gesehen, weil die Option ist ja da, kostet halt bloß Zeit und Gold. Du kannst ja jeden Spec spielen, ja. Ja. Musst dann halt die bisherigen auswechseln. Wir haben schon zwei, warum dann nicht drei oder vier von den verfügbaren her? Also das finde ich einfach, da habe ich überhaupt kein Problem bis jetzt drin gesehen. Das finde Genau, ich ich auch nicht. Und sie einfach haben sogar nice. gesagt, es wird nicht mal mehr Gold kosten dann. Du kriegst einfach Das kommt alles. noch dazu, Du hast ein ja. Basis-Spec und dann kannst du quasi zusätzlich die anderen specken. Finde ich voll okay Irgendwie. auf jeden Fall. Ja. Ja. Hier auch sehr interessant. Karazhan wird relevant sein. Ja. Und Wobei, es, ja. wenn ich dir da gleich ins Wort fallen darf, ich glaube, dass diese ganzen, die sind relevant, genauso wie Bolvar Fordragon oben auf dem Frostthron als Lichtkönig relevant sein soll. Ich glaube, dass die sind relevant einfach nur für die Klassenquest-Dinger sind. Weißt du, weil du musst ja als Todesritter eine Eiskron-Zitadelle und wo waren wir gerade? Was hast du gerade Karasan? angesprochen? Karazhan, genau, da musst du dann hin für, da ist das Todesritterschwert oder so in der Gruft vergraben von den Reitern oder so. Und ich glaube, das alleine, dieser Fakt, dass du da hin musst oder so, das ist schon wieder relevant. Ich glaube, das ist, Kann sein, ja. also, glaube ich, Kann ist sein. nur, das sage ich auch, um mich selber nicht zu doll zu hypen. Das gebe ich Ja. auch zu. Wobei, das. okay, dann spiele ich mal, wie heißt Teufelsadvokat, Dingsbums. Ja. Also hier auf MMO Champion steht jetzt einfach noch dabei: The secrets we need to beat the Burning Legion are in Karazhan. Karazhan could be a five-player dungeon in Patch 7.1. Okay. Und ich denke auch, also Karazhan hat ja schon immer eine große Rolle gespielt bei der Legion. Von daher hoffe Ja. ich einfach, dass es zentral wird und nicht eben nur so eine Sidequest für irgendeine Klasse oder so. Das wäre Ja. obergeil, Mann. Auf jeden Fall. Karazhan, allein der Soundtrack ganz am Anfang, mega geil. Mega geil. Ja. Wupp, 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 Dance Studio. Still don't have the animation. wupp, Karazhan Dance Studio. Rief. Ah, Exciting. jetzt muss ich gerade Exciting. überlegen, was haben wir denn vergessen, über was haben wir noch nicht geredet? Schon wieder viel zu aufregend hier alles. Mein Kopf heute Abend wieder, wenn ich schlafen will. So viel Kram da, ey. Ah. So, muss da auch mal raus. Ja. Hallo. Aber das stimmt, es war echt viel Information, so alles in Es allem, war ne? einfach viel, ja. Die Trailer haben mich schon komplett gefickt und dann hauen die Dependents hintereinander raus und bam. Heftig. Ja. Berufe haben wir noch gar nicht besprochen, natürlich. Richtig geile Änderungen. Ja, Allein auf schon jeden Fall. beim Interface, ne? Was jetzt alles Ja. schön. Kannst dir Favoriten setzen an Rezepten. Kriegst du angezeigt, wo Rezepte du die herbekommst. Das war kein deutscher Satzbau. Wo du die Rezepte herbekommst, die du noch nicht hast, quasi. Und lauter so coole Sachen, Mann. Dass man sich gegenseitig nicht mehr die Kräuter oder die Erze weglootet, sondern dass die jetzt einfach für jeden zählen. Das Genau. ist also eigentlich alles wird das sehr benutzerfreundlich gemacht hier. Das klang echt alles, wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, ich fand alles, was ich bis jetzt gelesen habe, klingt einfach gut. Das sind überwiegend funktionierende Systeme, oder nicht überwiegend, teilweise funktionierende Systeme aus ihren anderen Spielen, die sie übernehmen. Oder eben das, was wir jetzt schon haben, von wegen war ja auch, dass man jetzt nicht nur bei bestimmten Quest-Mobs oder Boss-Mobs ohne Gruppe zusammen looten kann, sondern auch bei anderen, ja. Was ja dann auch dieses, ey, der hat mir jetzt den Mob geklaut, komplett aus dem Spiel jetzt nimmt und so weiter, dass die Systeme auch weiterentwickeln quasi, ja. Ja. Und top. Hier steht auch nochmal lustigerweise beim Kochen, dass man jetzt Speck kochen kann. Can make bacon. Ja, Bacon. Das sind sie ja alle ausgerastet bei der Nice, BlizzCon. ja. So, you can make bacon, alle. Woo! Das war Wo so soll ich geil. das schreiben? Ja, das ist sicherlich auch so der kleine Sidekick, so wir lesen eure Kritik. Ja, das war ja auch eine ganze Weile ein Running Gag in den Ja, Foren. eben. Insofern. Es gibt keine großen Glyphen mehr. Ja.
Stattdessen Noch viele kleine kosmetisch Glyphen, kleine, genau. genau, wo man aber beliebig viele quasi benutzen kann, um seine Zauber zu verändern. Was mir eigentlich auch gefällt, ich werde mir da auf jeden Fall, denke ich, alle kaufen, abhängig vom Preis natürlich. Ja, ist ja dann einmalig, das kann man sich dann gönnen auf jeden Fall, ja, Eben, wenn man sie und dann hat. da gab es ja echt schöne auch so verwandelt statt eine, also bei Mage statt ein Schaf in eine Katze und solche Sachen. Und das Katze! gefällt mir eigentlich recht gut, ne? Da werde ich auf jeden Fall zugreifen, denke ich. Ja, definitiv. Was auch interessant sind eben diese Vantis Rune, ich weiß noch nicht, wie es auf Deutsch heißen wird, diese Runen quasi, Ja. die dir einen wochenlangen Buff geben. Also das macht dann auch der Das, Inschriftler. ja, das fand ich auch Und dann hast du interessant. zum Beispiel 10% extra Damage gegen einen Boss die ganze Woche. Das finde ich Ja, sehr interessant. das eben, zumal du da auch komplett in eine Scheiße greifen kannst. Ja. Das ist, Aber überleg ja. mal die Auswirkungen, weißt du, wenn das wirklich, wenn die Gilde ein Problem hat mit einem Boss und jeder Spieler in einem Raid benutzt dieses Ding, dann hast du gleich mal ordentlich mehr Damage auf den Boss oder so. Definitiv. Und wer weiß, was es sonst noch für Anwendungen gibt. Auch im PvP vielleicht oder so. Ich bin da sehr gespannt, was es da alles für Runen oder wie auch immer geben wird. Auf jeden Fall. Da ist jetzt erstmal, dadurch, dass sie die Großen rausnehmen, haben sie bei den Kleinen jetzt erstmal sich, können sie jetzt erstmal schön basteln, auf jeden Fall, kosmetisch jetzt. Darf man ebenfalls wieder gespannt sein. Ich werde gerade gefragt, wie ich den WoW Legion Cinematic Trailer fand mit Varian Wrynn. Darüber haben wir schon geredet, aber du kannst das Video morgen, denke ich, auf meinem YouTube-Kanal nochmal anschauen. Und dann kannst du dir da meine Meinung anhören. So. Pfandenscheiße. Spoiler. Ich fand ihn geil. Geil. Was auch cool wird, sind diese Legendary Items. Hast du die gesehen? Oder Wobei im ich da noch nicht genau weiß, ob es so cool wird, weil ich glaube, jeder Schwanz wird dann einfach grinden und dann spielen wir Aion. Aber meinst du, dass die Leute so viel Aufwand da reinstecken? Ich Ich glaube denke. ja, weil in anderen MMOs ist es einfach der Fall. Echt? Ich habe es Okay. auch nicht geglaubt, dann bei einem Kumpel mal, ich, was Aion, was Rift, ich glaube, es war Aion. Und da hast du diese Ebene und diese Monster, die hauen die da weg. Wie früher unsere, oder immer noch, aber früher ja stärker verstärkt, die Shiner-Farmer mit ihrem Schwein, die dann da stehen und die ganze Ebene abfarmen. Einfach nur, dass du ein Legendary droppt, weil das kannst du ja dann teuer verticken oder keine Ahnung, mit den Effekten einfach 15% Bonus-Movement-Speed oder so ein AOE-Effekt und sowas, das klang recht heftig. Also gespannt bin ich auf jeden Fall drauf, so wie bei irgendwie allem. Ja. Aber ich hoffe, dass es nicht irgendwie so ein Grinding, so eine Grindwelle auslöst quasi. Da Aber hätte ich was? nämlich gar keinen Bock drauf. Warum nicht? Was wäre schlimm dran? Dass andere Spieler das dann haben und du nicht, oder was? Nee, ich hasse es bei Dailies einfach schon irgendwie 20 Viecher zu töten. Wenn ich jetzt ohne Quest einfach 100 töte und dann droppt das immer noch nicht und dann weiß ich Okay. nicht, das. Dann machen sie die Dailies besser, aber gleichzeitig musst du nicht nur die Dailies machen, sondern um Content mitzuhalten, auch noch 10.000 Mobs pro Tag töten oder so. Okay. Ich wollte mir auch hier diese Wolkenschlange hier, Alani, im Tal, in MOP farmen, hier, wo du diese 10 Splitter farmen musst. Ich habe bis heute einen. Ich habe auch nur einen. Das. Hey! High Das five! ging mir schon auf den Sack. Also, wenn sie diese Legendary Drops so als kleine Gimmicks irgendwie während des Questens machen oder so, dass sie lootest und auf einmal droppt der ein Legendary und boah, geil oder so, das finde ich top. Aber wenn die so stark integriert werden, dass du echt dich drauf konzentrieren musst und dann einfach farmst und farmst und farmst, das würde ich hassen. Aber es ist ihm ja Insofern. auch kein Muss, ne? Also ich würde mir die Mühe nicht machen. Ich würde mir die Mühe echt Genau. nicht machen, nur um so ein Ding zu kriegen. Eben, wenn man das Sollen die so anderen sagen kann, farmen? Ist mir genau, egal. dann habe ich auch kein Problem damit, wenn sie es so machen. Dann finde ich es schön. Aber meine Angst ist da. Ja, aber was hatten die denn? Das war Bewegungsgeschwindigkeit erhöht oder irgendwie. Das war irgendwie einmal durch drei weg Bewegungsgeschwindigkeit, dann, na, was extrem heftig war, dass deine Dots mit jedem Tick eine Chance Ah, bekamen, die stimmt. volle Restdauer irgendwie zuzufügen. Genau. Wenn ich mir dann Shadow Priest oder einen Nibrechenhexer mit ordentlich Tempo vorstelle, ist das natürlich das Pflicht-Item schlechthin, den ganzen Content hinweg, Ja, bestimmt. dann müsste man Aber echt fast grinden, ne, wenn du wirklich eben, Progress und machen da willst wären und wir so. wieder. Genau, ja, das stimmt, da gebe ich dir dann recht. Ja. Mal sehen. Auf jeden Fall. Aber wir werden Okay. es schon hinkriegen. Mal gucken. Ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen von WoW abgedeckt. Vielleicht fehlt noch irgendwas. Chat, WoW, Chat, fehlt irgendwas? liebe WoW-Freunde, über was haben wir Chat, noch nicht der Chat. gesprochen? Was Bei fehlt mir wird noch? immer noch über Bacon diskutiert. Wenn ihr jetzt vorbestellt schon, dann kriegt ihr hochwertiges Messerset gerade dazu. Dann kriegt ihr die Ingame-Bonis, die da sind, auf jeden Fall schon. Ja. Bei mir wird Das könnt ihr eigentlich machen. sehr gut hier über das Thema geredet, komischerweise.
Munis Zuschauer sind alle Streber, flamed sie. Das stimmt gar nicht. Ah, ich habe mir Wari geboostet. Ah ja, mit dem Boost, genau. Ich noch nichts. Weiß nicht. Bin unentschlossen. Neue Rassen? Es gibt keine neue Rassen. Also klar, es gibt neue Rassen, aber keine spielbaren neuen Rassen. Neue Rassen? Es gibt keine neuen Rassen. Also klar, es gibt neue An PvP? Ach doch, Rassen. PvP, natürlich. PvP ändert sich auch. PvP? Das Ja. Ehre-System ändert sich Ah, komplett. natürlich. Ja. Darüber haben sie jetzt aber gar nicht mehr geredet auf der Ich wollte BlizzCon, gerade ne? sagen, da habe ich gar nichts von gesehen. Das war Ja. alles noch von der Gamescom, was man da an Info Genau. hat. Ja, das war ja aber soweit eigentlich auch sah relativ fertig aus im Endeffekt. Ja, Ja. also, aber ganz kurz, Sandra, PvP-System ändert sich dahingegen, dass man quasi levelt. So ähnlich, ich weiß nicht, ob du es kennst, in Call of Duty, das System, dass man einfach quasi aufsteigen kann auf zum Beispiel Level 50 und auf dem Weg dahin, auf jeder Stufe oder ein paar Stufen, kann man eben eine neue Fähigkeit oder irgendwas PvP-spezifisches freischalten. Also zum Beispiel, sie haben gesagt, dass sie die Insignie, ne, wo man sich aus den CCs rausholen kann, nicht mehr als Gegenstand verkaufen, gegen Ehre oder so, sondern dass das gleich am Anfang irgendwie eine Fähigkeit sein wird. Und du kannst dann, wenn du Level 50 erreicht hast, das aber zurücksetzen, kriegst dadurch einen Prestige-Rang. Damit wissen die Leute, oh, guck mal, Sandra ist Oh, ist der badass hier. Ficker, War Digga. schon Level 50, ist aber wieder Level 1. Und so wird das neue PvP-Ehre-System quasi funktionieren. Genau. Und je nachdem, was Und, es da gibt, ja. freue ich mich da schon drauf. Und zum Gear, glaube ich gelesen zu haben, dass du es geartechnisch nur noch über diese Schließkassetten kriegst. Die wir jetzt von BGs oder Ashran-Quest-mäßig und so kriegen. Echt? Das weiß ich nicht. Ich meine, dass ich gelesen habe, Gear über irgendwelche Kisten. Keiner wusste, welche Kisten in unserer kleinen Runde. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es diese Kisten sind. Weil sie wollten ja geartechnisch eigentlich durch dieses System von dieser kompletten Gearsplittung weg. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, das Insofern. kann sein, ja. Aber Ja. ich weiß es nicht mehr sicher. Will ich jetzt nichts zu sagen, bevor ich Ja, irgendwas schau. erzähle. Kannst du kurz erklären, was es für Vorteile gibt, wenn man vorbestellt? Wie ist es mit dem Lebensbalken? Hat ein paar Demon Hunter Streams gesehen, hatten die Mobs so ähnliche Lebensbalken. Ja, die Lebensbalken werden. Das sah alles ein bisschen smoother aus, ein bisschen flüssiger, ne? Wird ein Oh. bisschen überarbeitet alles auf jeden Fall. Und ich weiß ja auch nicht, so einen übelst großen Vorteil, wenn du jetzt vorbestellst. Ich glaube, den 100er Boost kriegst du später auch noch und so weiter, ne? Den 100er Boost, also bei WoT war es auf jeden Fall so, dass du ihn auf jeden Fall noch gekriegt hast. Eben. Ein Also, ist einfach Mount. cooler, wenn du vorbestellst. Du hast dann jetzt die Boni schon, kannst du den 100er boosten. Ja. Nee, das Mount kriegst du auch nicht durch Vorbestellen, ne? Das kriegst du Nö, durch das ist Collector's alles Edition. Collector's Edition, ja. Genau, also nee, Insofern. es gibt keine großen Boni durch Ach, Vorbestellen. doch, Forza hat hier einen Demon Hunter Zugang, oder? Eine Woche eher oder so. Ah ja, das stimmt. Da war, glaube ich, was, oder? Ja, wird auch gerade im Chat geschrieben. Kann Das ist Demon Hunter hier. leveln, bevor Dings rauskommt, Legion. Cool, hey. Irgend sowas. Oh, voll krass, ey, voll Voll krass, die krass. ersten 3 Tage geht eh nichts, weil es alle machen. Ja, geil. Hey, fun. Fun. Der Wille war da. Nehmt mein Geld. Geil. Jenny sagt, wir haben noch nicht über Lippenstifte geredet, Ah was ja, natürlich auch stimmt. relevant ist. Doppelpunkt Artefaktwaffen C. haben wir auch noch nicht drüber geredet, aber da kann ich auch ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil es mich absolut nicht interessiert. Willst Was? du was dazu sagen, vielleicht? Ich finde es jetzt als komplettes Thema ein bisschen zu groß schon fast. Also es gibt vielleicht für die, die es auch gar nicht weiter mitbekommen haben und sie jetzt fragen, was hat meine Klasse überhaupt für eine Seite? Für eine Seite? Für eine Waffe? WoW selber, also Blizzard, wenn er jetzt auf Internet geht, geht auf WoW, auf die Seite, haben da jetzt eine komplette Übersichtsseite mit Klassenänderungen und den Waffen dazu aufgelistet. Könnt ihr euch da ein bisschen durchgucken. Ansonsten finde ich das System an sich top. Technisch absolut bedenklich von der Geschichte her. Aber weiß ich nicht. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, meinen Sylvanas-Bogen zu haben, meinen Windläuferbogen. Freue mich auf meinen Ashbringer als Paladin. Finde es auf jeden Fall nice. Und diese Waffenkraft, die uns als Legendary diesmal von Anfang an quasi durch die ganze Erweiterung begleitet. Also finde ich insofern top. Harbrat, bester Mann, hat den Link im Chat gepostet. Auf jeden Fall. Hast du es, Krim? Kannst du den mal weitergeben, den Link? Warte, ja. Lass mal gucken, ob es kein Ich würde es nämlich jetzt auch gerne Streamer mal ist. Ja. angucken und ich würde es auch gerne zeigen. Ah. Müsste es um Teamspeak haben? Ja, danke. Jetzt kommen wir mit Pornos. Kleine Todesritter. Fixer. Ach, da muss ich mir jetzt aber einzeln anschauen, quasi. Ja, na, was dich dann interessiert, quasi. Wo ist denn der Priester Vorschau Artefaktwaffe? Was ist, wenn man den alten Boost noch nicht benutzt hat? Nö, ich glaube nicht. Also, ich habe von einigen gehört, die haben jetzt hier oben ihren 90er und ihren 100er Boost verfügbar quasi. Also, damit solltest du dir Zeit lassen.
Da habe ich jetzt von keinem gehört, bei dem das verfällt oder so. Da sollte alles cool sein. Ich poste den Link auch mal bei mir im Chat. Du bist ja ein Ich Dummy. hab noch den Lenny in der Zwischenzeit. Ja, der ist auch wichtiger. Was ist los? Nice, Posten. nice. So. Obergeil. Aber da könnt ihr es euch angucken, Leute. Für eure Klasse, natürlich. Aber richtig, darüber haben wir überhaupt nicht geredet. Ja. Und Jetzt die haben wir Lore es. zu den Waffen finde ich sehr schön. Die ist, da haben sie sich überwiegend echt Mühe gegeben, weil du musst ja in der Questreihe, zum Beispiel beim Krieger, ist jetzt nicht so loremäßig eingebunden wie der scheiß Aschenbringer, ja, der von Ja. Morrigan zu Morrigan gegangen ist, verdorben wurde, was weiß ich nicht alles, sondern der Krieger hat einfach Waffen, irgendwie das Schild ist aus einer alten Schuppe von Todesschwingen geschmiedet worden und das war von irgendeinem alten Vrykul-König und der hat damit so und so viele Schlachten geschlagen. Du musst halt Unterburg Utgard gehen und das da suchen und Katakomben. Quasi Lore, die einfach nicht da war, aber jetzt über die Waffe ins Spiel integriert wird. Und das finde ich auch top so als Geschichtsfreund quasi. Dass jede Waffe, und das könnt ihr auch auf der Seite nachlesen, das steht da in einem kleinen Blog dazu, dass du quasi echt wieder so ein kleines Erlebnis quasi mit der Waffe hast. Und das, gut, finde ich nice auf jeden Fall. Ja. Die Vrykul. Die Vrykul-Digger. So cool, hä? Vrykul. So cool, die Vrykul-Digger. Es geht. Ich wäre auch gern einer. Okay, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir dann jetzt hier WoW abschließen. Ja, Wir das sind jetzt schon eine machen Stunde wir fast mal. unterwegs hier bei Legion. 10 Minuten hatten wir über den Trailer gesprochen vom Film. Um Gottes Willen. Kommen wir zu Overwatch. Hey! Es wurde endlich bekannt, mehr oder weniger, wie das Preismodell aussieht für Overwatch. Ja. Und zwar gibt es drei Editions, die man sich kaufen kann für PC, Xbox One oder PS4. Die ganz normale Edition kostet, ich glaube, 40 Euro. Das sind auch 40 Dollar. Das haben sie wieder nicht umgerechnet. Nice, danke Blizzard. Dafür bekommt man die 21 Helden, die am Start des Spieles zur Verfügung stehen, quasi. Okay. Man bekommt zusätzlich den Widowmaker Skin als Ja. Vorbestellerbonus. Dann gibt es die Origins Edition, die habe ich mir geholt. 60 Dollar oder 60 Euro. Auch mit allen Helden, die beim Start verfügbar sind, ein paar Skins und natürlich ein paar Goodies in anderen Blizzard-Spielen, wie zum Beispiel ein Pet in WoW, ein Mount, glaube ich, in ich weiß nicht wo, und ein Held in HOTS. Genau. Tracer. Und dann gibt es noch die Collector's Edition für 130 Euro. Da ist noch so eine Statue dabei, die man sich auf den Schreibtisch stellen kann oder keine Ahnung, was Da man mitmachen muss ich kann. direkt sagen, wenn es jetzt irgendwie bei Legion eine für 100 Euro gegeben hätte mit einer geilen Illidan-Statue, wäre sofort meine gewesen. Aha. Bei Overwatch finde ich es irgendwie fragwürdig, bei einem Spiel, was irgendwie so was von Closed Beta ist, dass das irgendwie ein Bruchteil der Spieler nur gespielt oder gesehen hat, finde ich es irgendwie fragwürdig, dafür so eine teure Figuren-Sache zu machen. Weil ich war zum Beispiel noch nie so, dass ich mir ein neues Spiel kaufe und muss dann direkt eine Figur von einem Charakter haben, den ich noch nie Nee. gespielt habe. Nee, nee, Das fand nee. ich ein bisschen komisch, aber gut. Das Wer nicht. das Geld hat. Ich bin auch im Überlegen, wenn es jetzt eine sexy Tracer-Statue gewesen wäre oder Ja, so. gut, okay. Nein. Ja, das wäre was anderes. Okay. Nee, nee. Also ich habe mir, Oder wie so ein großes gesagt, Kissen, das du umarmen kannst. ein großes Tracer-Kissen. Aus Gummi. Ja, schön, okay. Was wollte ich sagen? Ich habe mir die für 60 Euro habe ich mir vorbestellt. Einfach wegen auch Tracer in HOTS und so. Habe ich mir gedacht, why not? Die hole ich Wollte ich auch, mir. genau. Wollte ich auch. Ich habe keine Kohle. Darum erst nächsten Monat. Oder Habrat, donate mal 60 Euro, dass ich mir die Edition kaufen kann. Jetzt Du hast gerade, donaten. als du spammst so mit blauer Schrift da gerade im Chat, deswegen musste ich dich kurz als Opfer nehmen. Donaten alle bei mir jetzt für dich 60 Ja, Euro. das ist auch nett. Genau. Gib dir einfach Was Muni. allerdings noch nicht so klar ist, und da sind alle ein bisschen skeptisch auch bei der Presse, habe ich mitbekommen, dass es nicht transparent gemacht wurde, quasi wie in Zukunft Helden gekauft werden oder zugänglich gemacht werden. Ja, Man richtig. bekommt wirklich nur die 21 Helden, die beim Start zur Verfügung stehen. Ähnlich damals wie bei League of Legends, ne? Als man da das Ja. Starterpaket gekauft hat. Genau. Und ich vermute, also sie halten sich so bedeckt, weil man zusätzliche Helden wirklich kaufen muss. Ich glaube nämlich auch, ja. Könnte ich mir Ansonsten. gut vorstellen. Wobei ich auch Und nochmal sagen muss zum Anfangsmonolog, dass ich auch kein Problem damit gehabt hätte, wenn Overwatch Free-to-Play ist und sie machen coole Skins. Hätte ich überhaupt ja, kein Problem mit gehabt. genau. Aber darf ich jetzt mal was in den Raum werfen? Und zwar,
Wenn man sich das mal überlegt, wenn sie das wirklich so machen, da schießen sie sich selber ins Bein, glaube ich. Weil, wenn das Spiel jetzt wirklich schon Geld kostet, ja, und Ja. dann, sie haben ja Skins, ne? Den Beweis haben wir, es gibt Bonus-Skins, Das stimmt, ja. man bekommt Skins als Pre-Order-Bonus und so, Ja. dann sagen sie wirklich, das würde ihnen nicht reichen, vom Geld her, wenn sie rein kosmetische Sachen machen, sondern dass man sich die Helden kaufen muss. Aber das Geile an Overwatch ist ja, dass man während dem Game den Held wechseln kann. Ne? Man Richtig, hat ja. jederzeit die Möglichkeit, einen Konter zu holen für irgendwas, was man vom gegnerischen Team serviert bekommt. Und wenn Geld für Helden verlangt wird, dann sind die Helden quasi hinter einer Paywall. Man hat nicht manche Konter, die man braucht, Das um stimmt, ein ja. gegnerisches Team anzutreten. Und das wäre Ja. ziemlich scheiße. Das wäre Das wäre total richtig scheiße. kacke. Das würde Und das Game komplett zerstören, ne? eben. Und ich hoffe, dass sie daran denken und nicht einfach nur Dollars in den Augen haben, irgendwie. Ding, 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 ding. Ja, das wäre echt. Ja, das wäre echt für den Arsch. Geht mir bei Hearthstone manchmal schon auf den Sack, wenn ich gegen so einen komplett Legendary-Deck-Spasten spielen hast du ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach keine Chance mehr mit deinem. Ich spiele alle 3 Monate eine Runde Deck. Das wäre evil, ja. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Aber da haben wir vermutlich jetzt nicht die Machtmittel, da irgendwas dann zu ändern. Nee, haben wir nicht. Aber ich wollte jetzt halt die Leute mal drauf aufmerksam machen Ja, einfach. das stimmt schon. Und ich habe mir halt selber schon viel Gedanken dazu gemacht, weil das wäre echt ziemlich scheiße. Bei mir im Chat schreiben viele, dass es lächerlich ist, ne? 40 Euro schon Ja. auch für ein Game, gerade wo eben Team Fortress zum Beispiel free to play ist und solche Ja. Sachen. Und ich weiß nicht, also ich finde 40 Euro nicht zu viel. Die meisten PC-Games kosten 60 Euro, 50 Euro. Eben. Und es steckt ja auch Entwicklungszeit drin und alles. Und wenn sie dafür am Anfang schon mal Geld, ne, brauchen, um das zu decken, dann habe ich da nichts dagegen. Zumal ja in Definitiv, Zukunft immer ja. weiter Inhalt auch noch hinzukommt. Sei es Eben. Maps oder Helden oder wie auch immer. Wie das Ja. halt dann aussieht mit der Finanzierung, müssen wir noch sehen, aber. Eben. Also am Anfang jetzt für das Grundpaket quasi lohnt sich's auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir haben auf der Gamescom irgendwie 6 mal 50 Minuten angestanden, weil es so gefetzt hat mit unserer Truppe, das zu spielen. Umso blöder, dass wir alle keinen Invite jetzt gekriegt haben für die Beta. Also es fetzt auf jeden Fall, es macht mächtig Laune. Insofern haben wir auch alle jetzt, sag ich mal, von einer Zocktruppe hier auch im Freundeskreis kein Problem, da ein bisschen in die Tasche mal zu greifen. Vor allem nicht, wenn es sich, sofern die Hoffnung, um eine mehr oder weniger einmalige Investition handelt, ja. Vielleicht kommen dann langsamer neue Helden oder so, ja, was weiß ich. Keine Ahnung, dafür sind die dann gratis im Grundpaket mit drin. Aber ich weiß es nicht. Ich werde es mir kaufen auf jeden Fall und das Beste hoffen, so. Ja, eben, mehr Ja, kannst du ist auch ja. nicht machen jetzt, ne? Mehr geht Ja, nicht. eben. Das Aber gehört ich dazu. mach's genauso. Ja. Und dann schauen wir weiter. Gerade noch dazu, sie haben eben eine neue Map vorgestellt, Hollywood, was ziemlich lustig war. Ja. Einfach so dieses Blizzard-Filmstudio mit dem Allianz-Logo oben. Und Genau, ja. sie haben ja dann auch in so einem Panel, ne, als sie die Welt von Overwatch vorgestellt haben, haben sie gesagt, dass sie das angelehnt haben an ein wirkliches Studio, ne, aus Hollywood. Und zwar an die Goldshire Studios. Die gibt es Ach, anscheinend guck. echt. Und das war das Einzige, was sie nehmen durften, quasi ohne dass sie wegen Namen verklagt werden Ach, konnten, weil es nee. das halt in WoW wirklich gibt oder so. Okay, nice, ja. Genau. Dann haben sie drei neue Helden vorgestellt. D.Va, Mai und Genji. Ja, die sahen sehr krass aus, wobei der Genji ist der Ninja, ne? Ja, Das ist Roboter 1 zu Ninja. 1, das ist 1 zu 1 der Project Master Yi Skin aus LOL. Und wer mir da nicht zustimmt, der hat LOL nie gespielt. Oh, instant rackelt die Tastatur. Ja, ich muss da antworten. Aber du kannst, google mal Project Yi oder so, dann siehst du den auch direkt. Da habe ich direkt gedacht, hör, das ist doch 1 zu 1. Aber war auf jeden Fall geil, fand ich nice, vor allem mit dem Schwert da dann rumlaufen. Das ist ja komplett für einen Shooter, zumindest meiner Shooter-Erfahrung nach, was anderes. Ja, Insofern aber die Kreativität, die Entwickler-Kreativität ist auch da, ne? die Nice. ist auf jeden Fall da, ja. Insofern, sowas sehe ich dann immer gerne so. Da können wir nachher eh mal drüber sprechen. Aber die Helden haben mir echt sehr gut gefallen. Auch da mit Mai, dass sie einfach so eine Klima-Hipster-Dame ist. Einfach so, das ist jetzt ein Held, viel Spaß damit, voll Klima-Hipster, cool. ja. Und D.Va, da haben sie gesagt, dass sie eben ein Pro-Gamer war, ne? Die StarCraft Ja. 2 gezockt hat und so. Ja, genau. Und
Die Sprüche von der, hast du den Gameplay-Clip gesehen von ihr? Nee, glaube nicht. Wenn die im Game ist, ne, und Leute tötet oder so, die hat die geilsten Sprüche drauf. Die sagt dann, weißt du, nerf das, du Wichser, so ein Zeug. Okay. Oder ich brauche mehr APM und alles so geiles das Zeug. Das ist ja nice, okay. Richtig, richtig cool. Das klingt echt nice. Genau. Was jetzt halt noch fehlt, ist, dass wir die Beta mal kriegen. Ja, da hätte ich auch gar kein Problem mit. Ich habe auf eBay geschaut, gell? Die Leute verkaufen ihre Accounts für 800 Euro. Ja. Mit Beta-Zugang. 800.000, ja. Da habe ich dann auch gedacht, naja, das ist auch meine Grenze. Ja. Aber ja, ich meine, arg viel mehr können wir nicht sagen zu Overwatch. Das kontroverse Thema eben mit der Finanzierung ist noch offen. Aber sonst macht es einen obergeilen Eindruck und man hört auf wirklich nur Positives, ne, man von allem. Hat Bock. Ich habe mir auch entgegen meinem Willen irgendwelche Streams angeguckt von irgendwelchen komischen Leuten. Ja, also man hat Bock. Ich verfolge das Ganze auch. Ja. Wo die sagt, hey, du hast keinen Invite, dann fickt euch doch. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Ja. Aber ja, es gibt auch schon Gameplay bei Craft auf dem YouTube-Kanal. Schaut mal vorbei. Voll geil. Oh, sterbe ich hier gerade am Flammenleviathan? Ich fass nicht. Ich war voll unaufmerksam. Scheiße, ich fass es nicht. Noob. Nee. Okay, reden wir über Hearthstone. Ja. Spielst du Hearthstone schon, gell? Aktiv nicht, tatsächlich. Okay. Eigentlich auch nur, weil ich irgendwann mal angefangen habe und dann relativ kleine Hearthstone-Zuschauerbase quasi generiert habe. Und sobald ein Monat ohne Hearthstone kommt, dann wie so die Möwen bei Findet Nemo so. Hearthstone? Ja. Also, was ich sehr gern spiele, ist dieses Kartenchaos quasi. Das höre ich das immer halt wieder, komplett, ja. Weil das einfach random ist. Ja, dann kannst du nicht irgendwie, ich pumpe jetzt 50 Euro rein, baue mir nur Legendaries, bestes Deck, fertig, guck einen Stream von Trump oder so und dann bin ich Pro. Sondern du bist halt einfach random, hast eine komische Situation und fertig. Das macht richtig Laune, das mache ich immer gerne. Aber so jetzt aktiv nicht. Ich fand's recht witzig, was sie da gemacht haben, auf jeden Fall. Hier mit dieser, was war's? Liga? Forscherliga war es. Ja, genau, Forscherliga, League of Explorers. Das fand ich richtig nice, auf jeden Fall. So, dass sie ein bisschen Story mit reinbringen. Und, aber ansonsten, hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn das nicht gemacht hätte. Nee, eben, genauso geht's mir auch. Wie gesagt, ich hab's ja mit Sasch geguckt, die BlizzCon. Und er spielt sehr viel Hearthstone, ist da auch gut drin. Und er war ein bisschen enttäuscht, dass es quasi wieder nur neue Karten gibt, neuen Kartenrücken und ein neues Spielbrett, ne? Okay. Weil das ist ja eigentlich wieder nur eine Erweiterung, wie es das letzte Mal auch war. Er hat so ein bisschen gehofft auf neue Gameplay-Modi. Zum Beispiel, um das ein bisschen vorwegzunehmen, bei StarCraft 2 haben wir ja diesen Archon-Mode, wo man zu zweit eine Basis steuert oder einen Spieler quasi. Wir haben mit Cho'Gall jetzt in Heroes of the Storm, um das auch vorwegzunehmen, genau dasselbe Konzept, ne, dass zwei Spieler eine Einheit steuern. Und genau das hat sich Sashi gewünscht für Hearthstone. Dass man quasi zu zweit spielt gegen einen Gegner oder so. Ja. Wie es auch im Kartenchaos schon da war, habe ich gehört. Ich kann es selber nicht bestätigen. Es so ähnlich, ja. Du hast dann quasi eine Mob in der Kartenform nochmal bekommen. Genau. Der dann immer das Feld quasi gewechselt hat, sodass beide Spieler den angreifen konnten. Genau, sowas in die Richtung hat er sich einfach gewünscht. Und deshalb fand er es jetzt schon ein bisschen enttäuschend, dass es wieder nur Kartenrücken, Spielbrett. Here you go. Achso, ja gut, okay. Ja, aber mich stört's auch nicht. Scheiß auf Hearthstone. Scheiß auf Hearthstone. Genau. Heroes of the Storm. Ja, geil. Geil. There are more than 200 characters on the list of potential heroes. Das ist doch mal ein Wort, oder? Richtig nice, ja. Wobei sie jetzt ja aktuell sehr Warcraft-lastig noch unterwegs sind. Ja. Was mich jetzt auch nicht so stört, auf jeden Fall. Nee, aber, gar nicht. Eben. Ich denke, das darf da auch weiterhin, wie ich so schön sage, hier die ganze Zeit gespannt sein, auf jeden Fall. Also, ja, sie haben ja jetzt auch ein sehr schönes, lieferndes Team, auf jeden Fall. Das haben wir, genau, haben wir ja vorher schon gesagt. Immer neues Battleground, neue Helden gibt es immer schnell. Genau. Und ich glaube, das nächste Thema, das sie so haben, war doch auch StarCraft, ne? Wollten sie dann, glaube ich, irgendwie machen. So wie es jetzt Diablo-Thema gab mit Battlegrounds und so. So StarCraft-mäßig aus, genau. Genau. Deshalb ist jetzt okay. Ich denke, sie werden jetzt noch ein paar WoW-Helden oder so wieder rausbringen. Mit Cho'Gall, Greymane und Lunara. Wer auch immer Lunara ist, von der habe ich vorher noch nie gehört. Nee, das ist einfach so eine Triade-Dings da. Genau, Und sollen sie das machen und dann wahrscheinlich kommen einen Haufen StarCraft-Heroes, könnte ich mir noch vorstellen, oder? Bestimmt, ja. Müsste ja jetzt langsam. Wie viel haben wir denn da?
Handvoll. Wir haben, nee, wir haben viele, wir haben viele. Wir haben schon allein drei Protoss, Zeratul, Tassadar und Atanis. Und die Zerg habe ich auch voll klar, jetzt Zagara. Genau, Zerg haben wir auch schon einen Haufen, da haben wir auch schon drei Stück mit Zagara, Abatur und einer fehlt mir. Das waren wir auch zu dritt. Abatur, Zagara und Scheiße. Ich weiß nicht, ist auch egal. Und Terraner haben wir noch mehr. Ne? Wir haben Sergeant Hammer, Nova, Tykes, Rainer. Auf jeden Fall. Wir haben ganz viele. Ja, stimmt, klar. Ja, ich bin blöd. Ja. Craft ist blöd, confirmed. Ja. Nee, aber stimmt. Genau, und da wollte ich jetzt nochmal anknüpfen zum Thema Kreativität. Ich finde es voll geil mit diesem Shogal, wie sie das gemacht Kerrigan, haben. Kerrigan, genau. Ja. Ah, Kerrigan haben wir vergessen, genau. Stimmt. Aber eben dieser Shogal. Erstens mal, dass zwei Spieler einen Helden spielen. Ja. Das hat mich total fasziniert. Sie sind das ja schon immer mutig gewesen und kreativ. Mit den Vikings, Lost Vikings, dass ein Spieler drei Helden spielt. Ja. Jetzt ist es gerade umgekehrt. Jetzt sind es zwei Spieler, die einen Helden spielen. Sie machen alles. Es ist ihnen scheißegal. Sie probieren es aus. Eben. Das gefällt mir. Und auch wie der Shogal sich jetzt verbreitet, quasi, dass die Leute mit virtuellem Ticket und auch bei der BlizzCon selber den bekommen. Und wir jetzt quasi spielen können mit Leuten, die ihn nicht haben. Zwei Games und dann haben die ihn auch und so. Finde ich total geil. Einfach mal so ein asymmetrisches Gameplay irgendwie. Nicht immer das gleiche. Nice System einfach, ja. Die sind einfach extrem kreativ und auch liefern einfach übelst schnell. Jetzt wieder drei Helden, jetzt mehr oder weniger hintereinander. Zack. Ja. Richtig nice. Also sicherlich nicht zack, aber so ähnlich. Und die Arena haben sie vorgestellt. Quasi für Hotz. Arena, genau. Ja. Sashi hat gleich gesagt, das ist ja wie Aram in LOL. Ja, genau. Und das hat halt noch gefehlt, ne? Jetzt haben sie es. Warum nicht? Genau. Finde ich geil. Neuer Game Mode, her damit. Ich beschwere mich nicht. Auf jeden Fall. definitiv nicht. Ist von vornherein auch direkt nur so vor the Lulz ein bisschen Fun Mode rein. Das direkt auch so präsentiert quasi. Alles random, alles fun. Insofern gerne. Genau. So. Über StarCraft 2 können wir nicht viel sagen, das kommt jetzt dann raus. Der Archon-Mode ist das eigentlich, was mich ein bisschen anlächelt und halt hauptsächlich die Story, kampagnenmäßig so ein bisschen. Das finde ich sowieso nice, Archon-Mode. Das hat mich richtig gefreut. So, ich habe früher viel StarCraft gespielt, StarCraft 2 noch. Ja. Und da war ich auch schon immer so, haben wir immer so gesplittet, dass ich eher die Ökonomie mache und mein Kumpel hat dann vorne da mit Makro und Micro und wie es alles heißt, da weggesplittet seine Armee von den Berstlingen, die da angerollt kommen, wo ich immer dachte, ey, ich bilde hier aus und du fixst da vorne. Und dass das jetzt noch besser geht quasi, dass sie dieses System quasi, dass du dich echt spezialisieren kannst quasi, das fand ich immer nice. Das finde ich gut. Wenn man das mal out of context nimmt, ich bilde da aus und du fickst da vorne. So im Klassenraum oder so. Ja. Aber du hast recht, das hat schon immer Spaß gemacht, auch früher schon im Multiplayer, sich das so aufzuteilen. Genau. Und sie haben auch gesagt, dass sie eben, das ist jetzt quasi die letzte große Erweiterung für StarCraft 2, erstmal. Es gibt ja eine Terraner, eine Zerg, eine Protoss-Erweiterung und man weiß nicht, ne, so was im Großen und Ganzen danach kommt. Und da haben sie jetzt eben gesagt, dass sie die Story trotzdem noch irgendwie vervollständigen wollen. Zum Beispiel werden im Frühjahr irgendwie drei Missionen als Kampagne released, wo es nur um die Nova geht. Einfach um da so ein bisschen Hintergrund zu vermitteln und so. Ja. Und das würde ich auch spielen. Das, Zumal sie da ja auch jetzt wieder gerade von Nova sicherlich auch für die Fans recht nice, weil wie von Warcraft gibt es ja auch StarCraft-Bücher, da gibt es auch von Nova, glaube ich, 1, 2. Das weiß ich nicht. Das heißt, dass dann auch wieder so die Geschichte spielen, im Endeffekt, ja. Und da bin ich auch großer Freund von, das finde ich. Finde ich nice, dass sie sich daran dann auch orientieren, mehr oder weniger. Ja, das ist richtig cool. Ich habe aus meiner BlizzCon Goodie Bag, da habe ich heute ein Unboxing-Video gemacht, leider ist auch ohne Ton geblieben, von daher ist es auch für den Arsch. Nice. Jetzt ist er halt schon ausgepackt. Aber ich habe mal auspacken und dann, was ist das denn? Ich habe die Nova bekommen als kleine Figur, weißt du, von Heroes of the Storm. Okay, ja, cool. Die steht jetzt auf meinem Brett, ist voll schön. Ja, so wie, aber, wie bei Harry Potter, so Schicksalsdrachen ziehen. So. Das Geilste ist, dass sie ist in Stealth, also sie ist durchsichtig. Sie ist einfach nicht angemalt. Ist unsichtbar, so also Figur und so. Oh, Nova, geil. Unsichtbar. Da haben sie gut Geld gespart. Ja,
Literatur, muss gucken, ganz unten im Beutel liegt er noch drin im Inventar dann. Bestimmt. Geil. Ja, nicht schlecht. Genau, okay. Damit okay, haben wir nur noch schön. Diablo 3. Ja. und das fand ich halt irgendwie komplett für den Arsch. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das Einzige... Mal, ja. Diablo mich auch nie so interessiert hat. So. Also, ich habe das gespielt, da war das Echtgeld-Auktionshaus noch da. Mein Cousin hat zu dem Zeitpunkt gesuchtet, hatte innerhalb von 3 Stunden irgendwie die Kosten fürs Spiel wieder drin, weil er irgendwelche Ringe vertickt hat. Alles so, das ist voll scheiße. Ich so, ja, vielleicht kriege ich Geld. So, Auktionshaus weg, ein paar Patches später, oh, Diablo, beste ist wie Diablo 2. Ich so, ja, ich spiele es immer noch ab und zu gerne. Also da war ich nie wirklich drin und habe auch nie irgendwie so die Höhen und Tiefen mitbekommen. Ich war mal drin, ich hatte immer Spaß, ich habe was gelevelt, was aufgenommen und dann kann ich da so oder so nicht so krass mitreden, glaube ich. Ja, ich auch nicht, aber ich fand es einfach geil, was ich noch so im Kopf habe, quasi von dieser Präsentation von Diablo. Ja. Sie haben halt erzählt, es gibt irgendwie eine neue Zone. Schön okay. und gut, aber es ist halt kein neues Add-on. Es ist Reaper of Souls, wird einfach um eine neue Zone quasi erweitert. Und dann, das Geilste war, hat er angefangen, wenn you remember, also wenn ihr euch erinnert an das Anwesen von Leoric, ne, Skelettkönig-Anwesen hier, da kommt ihr am Anfang zu einer Treppe, eine riesengroße Treppe. Und man kann nur links ran, links lang die Treppe hoch, weil rechts der Zugang ist mit Trümmern versperrt. Aber dieser Weg ist jetzt frei. Und jetzt könnt ihr den rechten Weg gehen und quasi noch diesen Flügel von Leorics Villa erkunden. Und ich habe gedacht, geil, strong, Content. 50 Euro, nimm's. Ihr habt das die Rolle weggepatcht. Am geilsten wäre es dann so, und dahinter ist nichts. Das wäre nice Idee. Aber nee, gut, aber, ein neuer Raum. Ja, ein Flügel halt von der Villa oder so. Ich hab's einfach so lächerlich. Weißt du, irgendwie, ich will's ja jetzt nicht schlecht machen. Ich weiß nicht, wie groß das Gebiet ist dahinter, was es da alles für neue Sachen gibt oder so. Aber es hat sich halt lächerlich angehört. So rum muss man es vielleicht sagen. Ja, da könnt ihr jetzt nicht nur links ran, ihr könnt jetzt auch rechts lang. Da gibt's ein ganzes neues Gebiet. Ja. Wow, ist ja voll geil. Genau. So viel zur BlizzCon. Das Abschlusskonzert habe ich mir dann noch angeschaut, weil ich ja sowieso Linkin Park Fan bin. Und zu Recht. Das fand ich richtig geil. Die haben, okay. Die haben, weißt du, wie die gerockt haben? Die haben so gerockt, dass die Leute völlig durchgedreht sind und es gab einen riesen Moshpit. Echt? Ey, die Leute sind abgegangen da. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja, nice. Das ist, wenn ich an das, cool. Wer war letztes Jahr da? Das war irgendwie voll madig. Was? Ja, es war so madig, dass ich vergessen habe schon wieder. Ja, da sind die Leute nur so ein bisschen umgestanden, glaube ich. Ja, und so. Genau. Aber die sind abgegangen und Linkin Park hat gerockt und es war. Aber die sind ja live hoch top schon jahrelang, ne? Linkin Park ist ja live Band des Jahr. Ja. Hast du schon mal gesehen? Nö, aber gehört. Ja. Ich war zweimal, ich war einmal in Frankfurt und einmal in Stuttgart. Und in Frankfurt waren sie hammergeil und in Stuttgart war es eher so, Okay, ja gut. Ja, aber immer noch richtig cool. Ich hoffe, die kommen wieder. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommen sie nicht wieder. Aber ich hoffe, sie kommen wieder. War das Songhammer hier? Ja. Ja, das war irgendwie komisch. Ich meine, die Deutschen gehen ähnlich ab irgendwie, wenn die gerade sehen, ja, oh, jetzt ist gerade Brotzeit, ne, machen wir erstmal Mittag und dann sollen sie da an der Bühne abgehen. Das macht der Deutsche ja generell nicht gerne. Aber stimmt, Songhammer war auf der Gamescom und Fuchs schreibt gerade im Chat bei mir, Plink182 war letztes Jahr auf der Gamescom. Genau. Genau. Ich glaube, von denen kenne ich ein Lied, ein ganz bekanntes, und das ist so bekannt, dass ich schon wieder vergessen hatte. Von Blink-182? Ja, warte, ich muss kurz suchen. Ja, das ist wahrscheinlich... Erzähl mal gerne, ich such's ganz kurz. Was soll ich noch erzählen? Wir sind fertig. 182. Ach, na hier! I miss you, ich kann es, keine Ahnung. I miss Sing! You heißt das. Craft Sing! Nein, ich wollte gerade die Melodie andeuten hier, weil die ganz bekannt ist, aber wie gesagt, ich kann es nicht. Ja, ihr kennt das, kennen alle. Das dudelt immer rum, so irgendwie... Keine Ahnung wo. Vergesst das wieder, ist egal. Okay, aber... Ja, gute Liveband, so. Ja, jedenfalls, ich war positiv überrascht von der BlizzCon. Ich dachte, es gibt nicht mehr so viel, ne? Zumal ja auf der Gamescom schon viel verraten wurde oder gerade auch Legion komplett angekündigt wurde und so. Genau, ja. Dann hat man so gedacht, was könnten jetzt noch kommen auf der BlizzCon? Ne, gucke ich es mir halt mal an. Aber dann Tonnen an Infos und... Ja, tons of damage.
Tons of Damage und vorbestellen. Wie viel Geld ich ausgegeben habe am Samstag wieder? Ja, 60 Euro für Legion, 60 für Overwatch. Einfach keins. Ja. Also, ja, mindestens. Dann wären 120 wären platt gewesen. Ich hatte nur 60. Glück gehabt. Glück gehabt. Insofern. Ja. Ja, nee, das war wirklich einfach. Wir haben reingeguckt wegen dem Warcraft-Trailer. Dachten wir, oh, geht ja noch weiter. Gucken wir noch. Und dann kam einfach der Legion-Trailer. Und nee. Keine Ahnung, was da abging. Also Highlight für dich, dieser BlizzCon? Das waren echt die beiden Trailer hintereinander in Zusammenhang mit der Unerwartetheit im Endeffekt. Das war richtig cool. Ja. Das war richtig cool. Genau, fand ich auch. Ich fand den Filmtrailer überragend. Das war jetzt mein Highlight. Und Linkin Park fand ich auch geil. Filmtrailer und Linkin Park. Was fandst du am geilsten auf der Gaming-Messe? Linkin Park, Digga, ihr T-Shirt. Ah, was mir auch übelst gefallen hat, war das Q&A von WoW. Ja. Das hat ja Jesse Cox hat es moderiert, ne? Ach, okay. Nice. Und es ist ja eigentlich einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber und ich habe mich so gefreut, dass er da war. Ich habe in ihm, in seinen Augen habe ich gesehen, wie er sich selber gefreut hat, einfach da zu sein. Und, ja, das ist der Olymp im Endeffekt dann. Ne? Ja, das war echt cool, dass sie den da eingespannt haben. Das hat mir auch super gefallen. Das ist nice, ja. Vielleicht sind ja wir beide nächstes Jahr Darkcraft, wenn wir jetzt so professionell hier das alles analysiert haben. Im Cho'Gall-Kostüm, einer läuft und einer spricht. Oder Alter, machen wir beide ein Cho'Gall-Cosplay. Ich hab den Bauch dazu, Mann. Wir binden uns den Gürtel um und so. Ich esse bis dahin noch ein bisschen mehr, dann fusionieren wir das auch. Nein, steht auf jeden Fall. Der Plan ist da, müssen wir nur noch die Einladung kriegen. Easy going, easy cool. going. Cool. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze an dieser Stelle, oder? Ja, Oder willst du noch irgendwas hinzufügen? Haben wir was vergessen? Brennt dir noch was auf der Seele? Vielleicht noch irgendeine Chatfrage oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe eine Menge überlesen und konnte auch nicht richtig drauf eingehen, weil wir in so einem schönen Redefluss waren. Das stimmt. Oh ja, wir machen noch Fragerunde. Dass das jetzt eure Q&A-Chance quasi ist. Wir können sicherlich auch nicht alles beantworten, weil mehr als auf den WoW-Seiten steht und als gesagt wurde, können wir natürlich auch noch spekulieren. Quatsch, ich weiß alles. Fragt einfach. Fragt einfach. Weil, okay, ja. Fuck my life, ich weiß nichts. Aber ey, wenn ihr jetzt irgendwas noch habt, dann... Also bitte alle Fragen, aber bezüglich BlizzCon, ne? Und nicht so wie Jax hier die ganze Zeit, Doom 4, Doom 4. Bitte Fragen zur BlizzCon, wir tun unser Bestes zum Beantworten hier. Ja, zum Sonntag nochmal aufdrehen. Genau, das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Mein Wasser steht außer Reichweite auf dem Boden. Das ist außer Reichweite. Akio Wasser. Das kommt nicht. Wow. Ich finde die Lebensbalken kacker, kann man die ausstellen? Wenn sie die wirklich so editieren, dass man sich wirklich an den Lebensbalken oder an dem Design stören kann, dann wird man sicherlich auch, wie bei den Charaktermodellen, auf die alten zurücksetzen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du bestimmt nicht der Einzige, der die Kacke findet und dann gibt es Addons dafür. Also da würde ich mir auf jeden Fall keine Gedanken machen. Ich muss schon wieder aggressiv werden. Zintix fragt mich jetzt zum dritten Mal, Muni, woher hast du das WoW-Logo auf deinen Thumbnails? Zinix, das habe ich von Google. Google WoW-Logo, PNG, transparent oder so ein Kack. Vorher hat er mich schon gefragt, woher hast du die WoW-Chars auf deinen Thumbnails? Das hat er mich auch 10-mal gefragt, bis ich. Ich habe es immer hingeschrieben, weißt du, weil ich es nicht im Stream beantworten wollte. Aber ich glaube, er hat es nicht gelesen. Ich war letztens auch, weil wieder irgendwer nach Addons gefragt hat, da habe ich mir echt gedacht, bist du zu blöd quasi? Und dann habe ich echt eingegeben, Craft 1, 2, 3, 5, 4, Addons, Enter und Punkt 1 war mein Video. Ja, natürlich. Also, weil irgendwann so nach der 1000. Frage im Monat fängst du halt irgendwo an dir selber zu zweifeln. Ja. Und dann, also Hashtag no hate, nur an die Dummen. Aber nur mal so, was diese Fragen auch mit einem machen. Ja, sie töten einen von innen, dann schlüpft was draus und das ist vermutlich Krebs oder so. Insofern nicht cool. Ich habe jetzt mal dein Addon-Video geliked, okay? Voll geil, voll geil. Welche Farbe hat Moonies Schlüpper? Ist das noch eine WoW-Frage oder? Welche Schlüpper? ob ihr diese Antwort wissen wolltet, man weiß es nicht. Also wir sehen, es kommen wieder sehr kreative Fragen hier in der Fragenrunde zu Blizzard. Hier sind viele. Ich komme nur gerade nicht hinterher. Was kommt nach Legion? Das ist natürlich extrem schwer zu beantworten. Da kann man, glaube ich, wenn der Endboss released ist, glaube ich, was er ja nicht ist, kann man, glaube ich, ganz gut drüber spekulieren. Und dann komplett falsch liegen, aber im Moment, glaube ich, ist es
einfach noch nicht möglich. Was kommt nach Legion? Eine Legion Nee. ist natürlich ein Thema, was komplett ausgeweitet werden kann. Wenn sie Bock haben, machen sie noch eine Zeitreise. Also da sind ja jetzt alle Schranken offen quasi. Zumal Chris Metzen ja, glaube ich, auf der letzten BlizzCon auch gesagt hat, dass sie Add-ons in dem Format wie WoD in der Kanone haben und rausschießen könnten, war, glaube ich, der exakte Ja, Wortlaut, um jetzt so zu viel übernehmen. dazu, gell? Ja, insofern, ja, Ich habe auch schwer kann es Fragen. dann gehen. Ja, ich Ganz wechsle kurz, das können wir einfach. schnell beantworten. Wann kommt Legion raus? Spätestens September nächstes Jahr, aber sie haben gesagt, wahrscheinlich schon im Sommer. Aber genaues Datum gibt es noch nicht. Jenny hat eine gute Frage. Okay. Wird sich was bei Archäologie ändern? Und da haben sie gesagt, dass Archäologie sehr relevant werden wird, liebe Jenny. Man kann sich wirklich eine ganze Story erquesten, allein durch Ja. Archäologie, durch die Gebiete und bekommt da auch viele tolle Sachen, also auch wieder Pets und Toys und weiß nicht, was man sonst vielleicht für relevante Gegenstände für dieses Waffensystem oder irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Zumal, Also, wenn wir, ja. das wird auf jeden Fall quasi wichtig. Zumal sie da dann ja auch so weit gegangen sind, dass sie gesagt haben, alle Sekundärberufe. Ja, es soll auch für die Bandagen bei Erste Hilfe soll irgendwie ein bisschen spezieller, storygebundener sein. Angeln wollen sie wieder ein bisschen verbessern. Vielleicht können wir wieder irgendwelche Bosse angeln und so ein Kram. Also Sekundärberufe allgemein wollen sie ein bisschen pimpen wieder, auf jeden Fall. Aber mal gucken, ob die wirklich nice werden, so quasi. Ja, ich habe noch mehr Fragen, aber wir wechseln uns mal ab, oder? Du hast bestimmt auch Ja. welche. Wie würdet ihr es finden, wenn Legion und der Film gleichzeitig kämen? Man könnte den Hype mitnehmen. Ich denke auch, das werden sie versuchen zu koordinieren. Ja, der September, der jetzt gegeben war als Release-Datum, ist ja echt das, wenn alles schief geht oder so. Ja, das absolute Maximum. Damit dann keiner sagen konnte, ihr habt euren Release-Termin, den angekündigten, nicht eingehalten. Also, ich traue Blizzard die Marke, das Marketingwissen zu, sagen, wir müssen das Addon fast zeitgleich mit dem Film rausbringen, einfach um den Hype mitzunehmen, der dann auch von Warcraft-Nichtkennern quasi irgendwie generiert wird. Das glaube ich auch. Und Das glaube ich das, auch. denke ich, das wird einfach so passieren. Das müssen wir uns nicht vorstellen, das wird einfach passieren, glaube ich. Ja. Wenn nicht, wäre komisch. Insofern. Okay. Fuxi, ich würde gerne die Nova mal sehen. Die ist hier. Ich weiß nicht, ob man sie allzu gut erkennen kann. Sie ist ja immerhin transparent. Steht die ganze Zeit hinter dir. So eine Gibt es große sonst noch ist. Änderungen, wie zum Beispiel ein neues Modell von der Eule? Genau, das gibt es auch. Neues Modell von der Eule und auch die Ja, Schwimmform und Wassereinstalt, so. Gibt es alles Texturen neu? allgemein. Bisschen gepimpt, aber das wurde ja auch mehr als Zeit auf jeden Fall. Also gerade die Schwimmform sieht aus wie ein Arsch mit Ohren immer noch. Das ist ja voll für'n Arsch. Kann man beim neuen Ehrensystem auch noch die alte Rüssi und die Mounts bekommen? Sicherlich. Also die werden sie ja nicht einfach rauslöschen. Das stand ja noch nirgendwo. Also da wird's sicherlich eine Mechanik nach wie vor geben, dass die dir immer noch erfahren kannst. Zumal wenn das Equip jetzt wegfallen soll. Dann stellen sie im äußersten Notfall einfach irgendeinen Astralenhändler wieder mit nach Netherstorm oder so und da kannst du den Kram dann für Gold Ja. kaufen oder Oder sowas. holst dir jetzt und dann wird es ja sowieso deinem Transmog-Ding gut geschrieben, dem neuen Ja, System. Das wäre das genau. Cleverste. Und Verbindungsfrage noch dazu. Welche Artefakte findet ihr am besten außer Ashbringer? Das ist voll unfair. Als Hunter freue ich mich natürlich auf die Bögen. Da waren einige coole Formen quasi auch dabei. Ja. Ansonsten weiß ich nicht, mir fällt gerade keine ein, die komplett scheiße ist. Schurkenwaffen werden gut gehatet, Krieger auch, weil die wohl ja am unspeziellsten aussehen, wenn man es jetzt so sagen will. Aber Okay. allgemein freue ich mich mit allen auf meine Waffen auf jeden Fall. Ja, und auf die damit verbundene Storyline. Okay. Bei Mir ist dir. das im Moment noch fuck egal, ehrlich gesagt. Weil, wenn es mir nicht gefällt, werde ich es mocken. Und Ja, gut. die Mechanik, was jetzt Das dahinter stimmt steckt, da wohl. kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Ja. Also, ich habe Ja, da durch noch das keine Transmog Meinung ist dazu ja irgendwie. sowieso, das stimmt schon. Das stimmt wohl. Oh Gott, ich komme nicht mehr hinterher hier. Ja, Leute, ich ihr auch müsst nicht. kurz warten. Vielleicht ganz kurze Antworten. Wird Varian sterben? Also, man Boah. weiß es nicht, aber ich Hoffe nicht. spekuliere ja. Echt nee. Doch, ich glaube, dass jetzt die Hauptrolle an Anduin bald übergeht. Den haben sie jetzt aufgebaut über Mob und Ja, also aber ich glaube, nee. der wird schon bald übergehen da. Also meine Hoffnung ist, ich möchte Varian nicht sterben lassen, weil Varian ist so für Bücherleser, das ist so der Aragorn und der Harry Potter zusammen quasi. Das ist so, wie wenn die am Ende des Buchs auch gestorben wären für mich, ja. Ja. Und da wir jetzt als Kriegerwaffen auch nicht Charlemagne, also sein Schwert haben, denke ich mal nicht, dass er jetzt stirbt. Am Ende vielleicht, ja, kommt nochmal die brennende Legion und Anduin dann als Licht,
Typ quasi führt dann in die letzten Schlachten gegen eine Legion oder so, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, wobei es ist mehr Hoffnung. Ich hoffe, er stirbt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, nee, alles Spekulationen. Ne? Ja, richtig. Genau. Spekulatius. Fuchs will doch wissen, wurde gesagt, ob LFR endlich rausgepatcht wird. wurde nicht gesagt. Oder ich habe es nicht gehört. Aber ich glaube nicht. Habe auch nicht gehört, nee. Dann wären ja auch keine coolen Gilden Runs mehr möglich. Das wäre auch schade. Ja. Insofern. Ja. Stimmt das, dass die Tank-Klasse beim Demon Hunter anders aussieht als die DD-Klasse? Ich glaube grundsätzlich nicht, aber die Cooldowns lassen sich halt anders aussehen. Du hast einen 10-Minuten-Cooldown bei beiden, glaube ich, oder 10 oder 6, und die dich halt in eine Metamorphose-Phase bringen, wo du aussiehst wie diese Illidan-Dämonenliga-Form quasi. Und da kriegst du halt bestimmte Bonis und machst mehr AOE-Schaden. Und die ist halt beim DD so genauso wie die von Illidan oder vom Hexer halt, diese Dämonengestalt. Und beim Tank eben so ein bisschen fetter mit Stacheln oder so. Aber komplett anders die ganze Zeit sehen sie, glaube ich, nicht aus. Glaube ich. Glaube ich. werden sich die Sammelberufe ändern, zum Beispiel Bergbau, das haben wir vorher auch schon kurz gesagt. Da ändert sich es halt insofern, dass man sich das Zeug nicht mehr gegenseitig weglooten kann. Also wenn jetzt einer gerade irgendeinen Kartgas-Schnurrbart lootet, einen Kräuterkundler, dann kann der andere auch herkommen und den gleichzeitig auch looten. Genau, ja. Also ist einfach. Ja. Was sich sonst da ändert, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr genau. Ich habe hier noch eine ganz wichtige Frage. Highcraft, habe eben erst eingeschaltet, habe ich was verpasst? Ne, im Grunde gar nichts. Nee, wir haben eigentlich über nichts geredet, die letzten 1,5 Stunden. Ja. Jenny macht wieder einen Riesenfass auf. Okay. Einfach indem sie nur drei Worte schreibt, jeweils mit Fragezeichen. Berufsboni, ja. Rassenboni, Klassenboni. Also die Rassenboni werden überarbeitet, das weiß ich. Ja, die werden aber immer überarbeitet, oder? Ja, die wollen, aber glaub, in WoD, ja. Da gab es noch keine Infos dazu, Jenny. Eben, habe ich nämlich auch eben überlegt, aber ich glaube, ich habe... Ne, Berufsboni sind ja auch weggefallen mit WoD, oder? Hier von wegen... Die sind weggefallen, ja. Und so. Genau, das ist ja auch weg. War auch nicht wieder im Gespräch. Nö. Doch, also im Berufsboni im, nee, im Sinne von speziellem Gear oder was dir halt was bringt. Also ja. nicht so passiv oder sowas. Ach so, wie früher. Ja, das, genau. Ja, ja, aber schon, ja. Dass es einen Helm gibt, zum Beispiel beim Ingenieur oder so, wo du mit einem Helm schießen kannst. Ah ja, genau. Das haben sie ja vorgestellt oder irgend so ein Scheiß. Das stimmt, ja. Also sowas ja, aber nicht so passivmäßig, weil das macht ja genau. Einfach auch keinen Spaß. Ja. Das stimmt. Welches Gebiet findet ihr bis jetzt am besten? Die Namen habe ich noch nicht drauf, muss ich zu meiner Schande gestehen. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich finde den Berg sehr cool, High Mountain. Das sah sehr krass aus, weil der wohl so groß auch ist, durch die erhöhte Reichweite, die Sichtreichweite, die wir jetzt auch ohne Addons haben, finde ich sehr nice. Surama fand ich auf jeden Fall auch sehr nice, aber High Mountain eben, weil ich glaube, der ist so groß und durch diese erhöhte Sichtweite siehst du den, glaube ich, schon von allen anderen Gebieten aus. Und das finde ich extrem geil, dass du quasi schon mal einen Blick hast, egal wo du bist, da gehe ich hin oder da komme ich hin und das finde ich nice. Und so mit diesen komischen Berg, Trollen oder was auch immer das ist und die Tauren, die da leben, das sah alles extrem nice aus. Ja, also ich finde High Mountain, High optisch, rein optisch schön, es hat mich so ein bisschen an Kun Lai wieder erinnert, aber was mir am besten gefallen hat, war tatsächlich Surama oder Asuna, die beiden. Einfach auch von der Geschichte mit diesen komischen Nachtelfen, die sich da in diese Stadt eingeschlossen haben, Surama, ja, glaube ich. Ja, genau. Und dann abhängig wurden wieder von diesem Mana-Brunnen, den sie da hatte, der natürlich korrumpiert wurde. Wow. Und die sehen auch echt hässlich aus. Und dann die Ausgestoßenen davon, die sehen noch hässlicher aus, wenn sie Entzug haben quasi von ja, dem genau. Scheiß. Und die ganze Architektur und so, das hat mir schon gefallen. Also Asuna ist, glaube ich, die Zone und Surama der Palast, wenn mich nicht alles... Ich weiß es nicht, vielleicht bringe ich es auch durcheinander. Ist auch noch alles ziemlich neu. Ja, eben. Genau. Dann Frage von Jenny. Jenny, ich kürze es ein bisschen ab. Ja, du bekommst alle Items wirklich, die du... durch Quests hättest haben können. Also wenn du Meister der Lehren machst und da wirklich alle Quests auf Azeroth machst, dann kriegst du auch wirklich alle möglichen Questbelohnungen gut geschrieben in deinen Kleiderschrank. Und es ist accountweit. Du brauchst nicht mehr jedem Char machen. Dieses Transmog-System, das neue, wird accountweit sein. Yay! Zum Glück habe ich Meister der Lehren schon, ihr Wichser! Dings kann ich ganz kurz nochmal anhängen. Ja. Gibt es neue Rassen, Muni? Nein, es gibt keine neuen spielbaren Rassen.
es gibt nur neue Rassen in WoW. Also wie zum Beispiel diese, wie heißen denn die, diese komischen Elfen, die da Mana-süchtig wurden in Soramar? Hochelfen, oder? Sind es einfach Hochelfen? Nee, nee, die haben einen ganz geilen Namen einfach wieder. Also was ganz Simples. Ah, stimmt. Ja, nee, aber weiß nicht mehr. Ich erinnere mich also an das Bild, wo es runterstand. Aber das sind schon neue Rassen in dem Sinne, aber man kann sie halt nicht spielen. Also und sie wollen laut Q&A auch dran arbeiten, hier von wegen, wie gesagt, was wir vorhin hatten, Dunkeleisenzwerge, ja, und genau, Unterrassen, ne? Genau, genau, Unterrassen. Aber das glaube ich nicht, dass das schon jetzt zu Legion reinkommt. Das wird, denke ich, erst in der Expansion danach, wenn überhaupt, kommen. Das glaube ich nicht, dass sie das noch hinkriegen. Jo. Auf was freut ihr euch mehr? Film oder Legion? Film! Schwierig. Echt? Ganz einfach Film? Film! Ah, ich bin so gehypt für diesen Film, Alter. Scheiß auf Legion. Aber den Film guckst du halt und dann fährst du nach Hause und was machst du dann? Dann guck ich ihn nochmal. Oh, dann dann guck ich ihn nochmal. Dann geh ich auf Reddit und lese alles drüber und schreib. Nice. Weiß ich nicht, bei mir ist beides gleich gewichtet. Und das ist nichts Schlechtes für eins der beiden Sachen, weil beides ist so endlos groß gereibt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, beides geil, muss beides haben auf jeden Fall. So. Kann ich gar nicht sagen, aber wenn du das kannst, ja schön. Nightborn wird gerade geschrieben. Nachtborn, genau, oder? Nightborn, ja. Okay. Norbert, warum kommen nur abgehackt? Nächste Zeile. Tech-Kommentare bin euch. Zu geil. Auf jeden Fall. Was wäre es von eurer Sicht aus? Es. Was wäre es von eurer Sicht aus, wenn es Blizzard nie gegeben hätte? Boah. Tja, dann hätte ich eine Mitte gegen Krebs. Würde, weiß ich nicht, öfter Eskos Mutter besuchen? Nee. Keine Ahnung. Im Ernst, dann hätten wir halt ein anderes Spiel, auf das wir uns fixiert hätten. Dann wäre ich Terra oder Teso oder so, bestimmt, keine Ahnung. Also ja. Ich würde auf jeden Fall zocken, weil es geil ist. Ja, eben, zocken würde ich auch, auf jeden Fall. Also, das würde, glaube ich, jetzt nicht groß was an meinem Lifestyle-Digger. Oder würde ich zocken? Mein erstes Spiel war immerhin Warcraft 2, ne? Was ja ein Blizzard-Game war. Ja, okay, auf dem PC. Kann sein, dass ich dann so ein Konsolenspaß geworden wäre. Das kann sein, dass ich dann das kann sein, ja, dass ich so ein Untermensch gewesen wäre, der so Xbox, PlayStation anstatt an PC. Das kann sein, ja. Oder dass ich irgendwie Danny Burnage und Montana Black abonniert hätte und irgendwie meine Haare hochgele und so eine Mütze falsch auf hätte, wo YOLO draufsteht. Das kann sein, das hätte passieren können, dass ich dann Shooter spiele und so. Aber ansonsten so grundlegend hätte sich, glaube ich, nicht viel verändert. Ja. Alles beim Alten, wow. Cool. An und für sich. Hast du noch Fragen? Ach so, Runes of Magic. Nee, Runes of Magic bestimmt nicht. Aber, weiß ich nicht, kann ich glaube, dann wäre ich echt Konsolenspaß gewesen. So. Aber gut. Ja, ich muss gerade gucken. Wirst du alle Artefaktwaffen maximal aufleveln? Glaube nicht. Nee, also, weiß ich nicht. Also, da müsste schon ganz viel Langeweile im Endcontent sein. Man hat ja durch mehreren Specs jetzt durch die 3 oder 4 beim Ruinen sogar die Möglichkeit, zumindest alle Waffen auszuprobieren, je nach Spezialisierung. Aber ob jetzt unbedingt alle aufleveln muss, weiß ich nicht. Sicherlich interessant auch mit den Geschichten dahinter. Das ist auf jeden Fall eine Option, aber eine der eher letzteren Optionen, glaube ich. Also, ich glaube, da hat man viel anderes zu tun, wenn das Addon erstmal draußen ist. Behaupte ich mal spontan, als jetzt mit jedem Twink erstmal die Waffen zu machen. Sag ich jetzt so, als unerfahrener Twinkie-Boy. Twinkie-Boy. Ich weiß auch noch nicht, ob ich... Ich muss... Also, da bin ich auch noch sehr unentschlossen einfach, was alles angeht mit Artefaktwaffen. Ja, zumal man ja auch nicht weiß, wie es jetzt funktioniert. Da hast du so ein wöchentliches Maximum irgendwie, was du voll machen kannst. Ein PvP, PvE, was weiß ich nicht, Berufe, um dann die Skins auch freizuschalten oder so. Da kannst du einfach endlos Mobs töten und das dann hochleveln, wie das abläuft und so weiter. Diese ganzen Gänge sind ja noch gar nicht wirklich komplett klar, glaube ich, ne? Die Infos sind ja dazu jetzt noch gar nicht da. Ja, das war auch eine Frage, wie sieht's aus mit Ruffarben? Also. Genau, ja. Keine Ahnung. Das wissen wir noch nicht, Jenny. Steht vieles zu den Abläufen quasi, steht noch vieles im Raum. Oder ist noch nicht fertig quasi, noch nicht final. Die Schienen sind gestellt, aber welcher Zug da lang fährt. Boah, war das poetisch. Hammer, das steht noch nicht fest. Aber lach nicht, war geil, schreib das auf, merkt. So, hätte es WoW nicht gegeben, würden wir gerade nicht den Stream gucken und deinen Kanal gäbe es wahrscheinlich nicht. Doch, aber da würde ich dann irgendwie so...
mit Rastas und Mütze sitzen und irgendwie über Freiheit reden, vermutlich. Keine Ahnung. Ich würde irgendwelche NES und SNES-Games zocken, so retro-mäßig. Oder ich würde, oder Videos mal, wie man Enten füttert oder so, keine Ahnung. Ja. Was denkt ihr ist unter Terrisfall? Wie heißt das? Tierisfall. Nee, Terrisfall. ich wusste gerade echt nicht, was sie meint, ist, darum fand ich es gerade ein bisschen nice. Also ich tippe auf alter Gott. Nee, stopp. Sie meinten ja, weil irgendwer meinte dann mit alten Gott, dass es kein dunkles sein soll. Nichts komplett Übles so. Ja. Glaube ich, kam dann. Dann alle so, Naru, Naru, warum soll. Also, weiß ich nicht, da müsste man jetzt mal übelst tief in die Lore abtauchen, damit alle hier auch verstehen, worum es geht. Also ich glaube, dass unter Terrisfall der Krieg stattfindet zwischen Blinktron und den Unbekannten. Nervotron. Den unbekannten Robotern da. Das kann sein, ja, da battlen sich zwei Blinktrons. Ja. Nee, ich gar keine Ahnung. Echt gar keine Ahnung. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich lasse mich überraschen. Gute Frage von Sandra hier. Was passiert mit der Garni? Die bleibt so. Die Garni bleibt genau so. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, aber reine Spekulation, wird noch ein bisschen irgendwas genervt, ne? Vor allem mit der Goldsache, dass das nicht einfach so weitergeht. Aber sonst bleibt die Garni so, wie sie ist. Natürlich könnt ihr euch mit Twinks immer noch weitermachen. Jo. Eure komischen Follower wirtschaften da weiter und grüßen euch, wenn er kommt und so. Aber da fühlt man sich gleich cool, ne? Ein Schar der Liebe unter Tierisfall. Das kann natürlich auch sein, ja. Ein Puff. Ein Puff. Nice. Ja. Ja. Schaust du mal ins AHA, was die Marken kosten? Kann ich machen. Kosten fast 62.000 Gold gerade. Immer noch. Auch eine Frechheit. Ja, immer noch. Frechheit. Ja. Freunde. Seht ihr. Ja. Oh Gott, ich habe so viele Fragen, Craft. Noch. Ich habe einen Goblin, der sich bei mir ins Bild stellt, vor der Hurensohn. Sollen wir Lustkeller. Sollen wir eine Blitzrunde machen? Und dann Feierabend? Ja, dass wir jetzt alle Fragen, die noch da sind, ganz kurz in einem Satz quasi beantworten. Also meine sind auf jeden Fall weg, ich war fleißig. Ach so, okay, ja dann. Stopp. Worauf freut ihr euch am meisten bei Legion? Keine Ahnung, auf alles einloggen und loslegen mit Main wieder, feuerfrei, fuck, Waffe an und los geht's. Ja. Einfach der Start an sich ist immer schon was. Also einfach alles ausprobieren, freue ich mich drauf. Alles neu, her damit. Ja. Wie lange wird Overwatch-Hype anhalten, ohne langweilig zu werden? Also ich denke ein halbes Jahr. So, als wäre so... Ich war 3 Sekunden nachher da, so ein halbes Jahr. Ich habe gerade eben schon nachgedacht, als ich es mir durchgelesen habe. Das war ja bei Hearthstone auch so. Ich finde es schon komisch, dass es jetzt schon so abgeschwächt ist. Also als Release war der Beta, hat es ja komplett Counter-Strike, LoL, WoW, alles. Es war ja Platz 1 auf Twitch den ganzen Tag lang. Ja. Und jetzt ist es irgendwie schon wieder hinter Farm-Simulator oder so. Das finde ich ein bisschen krass, das hätte ich auch nicht gedacht. Das war bei Heroes of the Storm ja genauso. Ja, aber da dachte ich, weil es da nicht so angelaufen ist quasi. Die Promophasen fand ich ja jetzt viel stärker bei Overwatch. Ich denke, dass man, weißt du, musst ja auch in Overwatch wirklich, das hat ja auch diesen MOBA-Aspekt mit den einzelnen Charakteren, ne, und den Fähigkeiten. Und wenn du jetzt mal schnell reinguckst, dann weißt du ja gar nicht, was da abgeht. Eben, genau. Du musst ja erstmal dich wieder vertraut machen mit den Fähigkeiten. Und dann wird es wieder lustig zuzuschauen, denke ich. Ja, ja. Und jetzt halt mal so für einen ersten Überblick war es jetzt gut, aber jetzt ist auch wieder okay. Und alle hoffen, dass sie in die Beta kommen. Jenny, kommen die Drachenaspekte wieder? Alexstrasza, Ysera und so weiter. Die haben ja eigentlich ihre Kräfte aufgegeben in Drachenseele damals. Weiß ich nicht, wenn dann vielleicht in so einer Klassenquest davon wegen, wie gesagt, die Schuppe von Todesschwinge finden oder so. Ja. Aber ansonsten, die tragende Rolle hat Blizzard ihnen eigentlich abgesprochen. Genau, von daher. Also wieder reine Spekulation, wahrscheinlich eher nicht, aber. Ja. Gesagt haben sie dazu nichts. Ich habe gerade übrigens noch eine Frage hier überlesen, wurde ich gerade darauf hingewiesen. Ob ihr die Frage schon hattet, aber wie findet ihr die neuen Ruinengestalten und auch die Idee mit den Gestaltänderungen bei Waffen? Ja, finde ich einfach Pflicht quasi, dass sie das bei Ruinen so gemacht haben, dass sich dann die Gestalt ändert, wenn du die Waffe hast. Das wäre ja total scheiße. Alle rennen mit einer geilen Waffe rum und du bist die Katze. Ja, das wäre ein bisschen scheiße gewesen. Insofern, das sieht sehr nice aus. Den Bären fand ich auch sehr nice. Und ich spiele kein Druide, mir geht's am Arsch vorbei. Never forget. Ich habe eine ausgezeichnete Frage für was ganz Wichtiges, was wir vergessen haben.
Okay. Michi Man fragt, gibt es irgendwas, zum Beispiel Leveln-Freischaltsystem? Und damit meint er solche Perks, denke ich mal, wie es bei Tränor. Ah, ja. Und da haben sie gesagt, dass es wieder ganz viele verschiedene Talente geben wird. Also nicht mehr jetzt nur so wie jetzt, wo man drei hat zur Auswahl oder Stimmt, so, ja. sondern es wird ein neues Talentsystem geben. Das haben sie zwar noch nicht vorgestellt, aber es wird eins geben. Nice. Da freue ich mich auch drauf. Was ist mit Velen? Wird er auch vorkommen oder nur als Naru? Velen in unserer Zeitlinie lebt noch, oder? Lebt ja noch, ja. Genau, Das war der Drehnor-Velen. das war der Tränor-Velen, der gestorben ist. Unser Velen lebt und hat was mit den Priesterklassen, Ordenhallen zu tun. Habe ich schon Nice. gehört. Spoiler! Spoiler! Spoiler, der erste heute hier. Könnt ihr auch wollen, dass Legion eine Langzeitmotivation bis zur nächsten Erweiterung mitbringt? Ja, hoffentlich. Ja. Was? Was? Du hast einen Mount, oder was? Was? Wer? Was? Der Raptor aus Zugerub. Ihr Nice! GZ-Pengel! Danke! Geil! Auf einmal. Geil! Nie wieder Sögerup. Ja, ausloggen, fertig. Wie Wahnsinn. Bände, tschüss! WoW deinstallieren. Durchgespielt! Nice! Die Garni bleibt Ja, auf dem danke schön. Kontinent Trenor, ja? Thanks. Ja, damit passiert gar nichts. Wie wäre das mit PvP? Das haben wir schon besprochen. Da gibt es ein neues Ehrensystem und so weiter. Ich glaube echt, ohne jetzt den Fragestellern zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, wir hatten echt alles abgeflügt, soweit jetzt. Ja, ich mache es Von noch meiner fertig Warte hier. aus. Ich Weil mache es es jetzt hier nicht Stopp. wiederholt hat. Ja, genau. Ich mache Stopp und Nein. es sind jetzt nicht mehr viele. Ich bin jetzt schon noch einen halben Chat quasi, Wer sich, habe ich vor wenn mir. du quasi gerade noch hast, wer jetzt was verpasst hat, wie gesagt, ist nichts gegen euch. Wir hatten es nur jetzt schon einmal oder so. Die Streams werden auch gespeichert oder auf YouTube hochgeladen. Das heißt, wenn das Genau. Ding vorbei ist, könnt ihr hier auch noch eine ganze Weile unter vergangener Aufzeichnung, past Broadcast oder wie es heißt, So. könnt ihr euch das dann auch angucken Ich nochmal. habe jetzt geschrieben Insofern. Fragestopp und alles über den Fragestopp wird es noch beantwortet und darunter ist dann Feierabend. Jo. Wie ist das mit PvP? Hatten wir eben schon. Haben wir als Ali mal ein schönes SW? Ist endlich alles wieder aufgebaut? Nein, sie haben gesagt, an der Welt verändert sich nichts, komischerweise. Ja, sie haben gesagt, die Frage war beim Q&A, wird Stormwind wieder aufgebaut? Ja, aber wir wissen nicht wann. Irgendwie so war es. Ja, Ja, insofern. Da genau. haben sie einfach nur keinen Bock drauf. Boost in den Char, please. Warum denn? Was ist denn daran jetzt so spannend? Wie fändet ihr das, wenn ihr die Fähigkeiten wieder mit Gold beim Lehrer kaufen müsstet? Ich Fände ich einen weiß nicht. Rückschritt. Fände ich einfach Ja, einen Rückschritt, wenn schon. jetzt alles sich von den Lehrern und so weiter entfernt hat, dass du einfach in der Welt mehr verankert bist und nicht immer zum Lehrer laufen musst. Und dafür musst du jetzt wieder, insofern, fände ich jetzt einfach einen Rückschritt. Unbegründet. Ja, ich So. weiß auch nicht. Es würde für mich kein Feeling oder so wiederbringen, einfach. Also, ich würde dann sagen, oh geil, das ist ja wie früher, aber dann wird es mich auch danach schon wieder ankotzen. Ja, mich wird es halt in dem Sinne, dass es mir einfach jemand beibringt, dass ich es nicht auf einmal von alleine weiß. Okay, ja, gut. Aber RP-Feeling ich so, ja. verstehe auch, warum es natürlich dich aus der Welt rausholt und immer wieder zurück und so. Ja. Also, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich auch gut, so wie es ist. Keine Ahnung. Letzte Frage von mir. Werden auch mal Goblins ihre Rolle spielen in Legion, so wie die Worgen, gen Graumäne? Denke nicht. Nee, scheiß auf Also, Goblins. wenn es, ja, ehrlich, scheiß auf Goblins. Wenn es irgendwo Kohle gibt, sicherlich, dann wird Gallywix damit rumspringen, aber Ja. ansonsten, Goblins haben jetzt auch keine große Lore-Lücke oder so, wo Nee. man jetzt sagen müsste, hey, die haben da irgendwas zu schließen. Der Gallywix hat da sein Luftschloss in Achara und da sind sie, glaube ich, ganz happy mit alle. Insofern, Goblins sehe ich noch weniger als Gnome auf jeden Fall. Ja, das war es bei mir mit Fragestopp. Da unten steht es noch, die Schurkenänderungen sollen wir besprechen. Die haben wir ausgelassen. Den Dings, den Subtly, wie heißt denn der auf Deutsch? Subschurke. Was? Subtly. Subschurke. Wie heißt der auf Deutsch? Ich habe Ich keine glaube, Ahnung. Täuschung ist das. Okay. Den tun sie so überarbeiten, dass er voll der Ninja ist, dass er sich von links und rechts zu den Leuten porten kann, immer wieder in Okay. Verstohlenheit gehen kann und so. Aber sonst haben sie nichts angekündigt. Also nur dieser eine Spec wird überarbeitet quasi.
Naja. Genau. Das ist ja voll geil. Täuschung, sagt genau Verbero. Verbero und der Naja. Shrugging Bro, der hat's drauf hier. Eine letzte Frage habe ich dann auch noch. Und zwar, was glaubt ihr anhand der Infos, was das Prä-Event sein könnte? Ja, dass die Dämonen sicherlich stürmen und so überfallen. Das wäre Könnte ich mir geil, ja. vorstellen. Ja, Das also könnte die ich mir auch Hauptstädte. vorstellen. Glaube ich. So Ja. wie bei Res kamen ja auch Nekropolen und die Frostwürmer und so angeflattert. Das wird, denke ich, ähnlich wieder. Ich Weil hoffe wir müssen es. ja irgendwie, alles muss ja irgendwie mobilisiert werden und dafür müssen wir ja erstmal einen richtigen Schlag in die Fresse bekommen. Und die paar Schiffchen, die Varian und Sylvanas da jetzt losschicken, die halten, glaube ich, nicht viel auf. Insofern. Ja. Was aber Ja. auch noch fehlt, ist der Übergang, ne? Dass wir quasi aus Draenor zurückkommen und dann die Welt vielleicht schon in Flammen steht oder irgend sowas. Das wäre auch Ach geil. genau, das kann natürlich auch sein, ja, das stimmt. Zwar in unserer Garnison-Notportal kriegen und dann auf einmal alles tot, Ja, ja. zurück nach Stimmt. Goldheim, da wird das Gasthaus angegriffen. Ja. Nur die ERPler stehen dann noch in ihrer Reihe, werden Nackt. weggenudelt und dann. Ah, ja, okay. Meine lieben Freunde, wir beenden jetzt den Livestream. An dieser Stelle, wie gesagt, das kommt auf YouTube bei meinem Kanal. Ich habe das aufgezeichnet nebenher. Schaut auch mal bei Craft vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Mitkommen und fürs viele Reden. Ja, gerne, immer wieder. War Auf schön. YouTube werde ich Spaß die gemacht. Links zu dir in die Beschreibung packen. Aber du kannst es Ah. auch gern nochmal sagen, hier, wenn du magst. Was? Dein YouTube-Kanal oder irgendwas, Ja, alles. ich mache auch WoW-Stuff. Hallo. Guck gerne rein und dann geht wieder, wenn es dir nicht gefällt. So einfach. Easy going. Und kauf meine T-Shirts. Ich habe keine, aber ist egal. Deal Dann with it. kauft meine T-Shirts, ich hab welche. Chance vertan, ich war Erster. Ja, dann natürlich bin ich dran. Danke an Moonboon für die Idee heute und fürs Mitnehmen und für den netten Talk hier. Denke, wir konnten alle ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen. Ich hoffe, ihr konntet auch eure Fragen stellen und ein bisschen mit der Chat-Vernachlässigung meinerseits heute leben. Ich meine, Mount ist dafür gedroppt. Ja, deswegen geht es euch, denke ich, auch direkt viel besser. Und ja, war schön, hoffe ich. Hoffe, ihr konntet alle ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, wer es verpasst hat, die Streams sind oder kommen auf YouTube. Und wenn nicht, was war das, Alter? Bei mir. Ja, ist da gerade ein Flugzeug explodiert oder Yalla. Nee, 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 nee. Das war einfach nur ein Auto draußen. hast du in dein Haus gefahren, ist egal, passiert öfter. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hier auf Twitch. Dann, ja, war's, oder? Noch irgendwas Wichtiges? Nee, einfach auch, falls ihr zum ersten Mal zugeschaut habt, denkt dran, Facebook, Twitter zu folgen. Dort werden Livestreams angekündigt. Oder eben hier auf Twitch folgen. Und auf Genau. YouTube natürlich jeden Tag zwei Videos. Schaut auch dort mal Favorisieren, vorbei. schickt sie euren Freunden, zeigt sie eurem Bäcker und Oder schaut auf thank meiner you. Website vorbei. Oh yeah, moonboonsworld.de. Pornhub.com. Ach so. Nein. Pornhub.com slash user slash moonboon. So. Nein, das stimmt Have nicht. fun. Ich muss den Stream stoppen, Ja. es eskaliert. Liebe Freunde, habt eine stressfreie Woche, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns im nächsten Stream, Wünsche wann ich auch euch auch. immer der ist. So. Gut. Ciao, ciao. Tschüss.